Na dann. So. Guter Plan ist eine halbe Miete, selbstverständlich. Oder ist es eher heute Nebenkosten? Wahrscheinlich. Ja. Das ist wichtiger. Das ist ein Quadratmeter jetzt, ja. Ranzig. Müllgebühren, genau. Es ist der 1. Dezember 2022. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist zum Glück nicht allein im Sendegarten, sondern heute sind wieder Sendegärtnerinnen und Sendegärtner mit dabei. Und ich begrüße herzlich die Vera. Guten Abend, Vera. Hallo. Und ich begrüße den Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und der Sebastian ist auch da. Hallo, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Die Claudia müssen wir heute verzichten. Die ist noch unterwegs. Sie meinte, wenn sie frühzeitig da ankommt, wo sie hin will, dann würde sie sich möglicherweise noch einschalten. Oder wir haben gesagt, sie soll lieber vorsichtig fahren und langsam und sich nicht wegen des Sendegartens in Gefahr bringen. Ja, wir haben gerade überlegt, womit steigen wir ein? Und ich habe im Kopf gehabt, dass heute irgendwie so ein besonderer Tag ist, aber der war gestern ein besonderer Tag, nämlich der Computer Security Day. Jaha, seit 1988 wird dieser Computer Security Day begangen. Jetzt mal Hand aufs Herz, wer wusste das denn? Sebastian, wusstest du davon? Ich habe es bestimmt schon mal in der Presse gelesen, aber genauso wie den Admin-Tag ist das jetzt nichts, was ich mir im Kalender großartig anstreiche oder so. Schickt dir keiner Schoko oder irgendwie Aufmerksamkeiten zum Sys-Admin-Day? Ganz selten, dass mal ein Glückwunsch-Nachricht oder so kommt, aber es ist recht selten geworden. Du hast doch Kunden. Also wie undankbar sind die denn? Ja, weiß ich nicht. Gibt, glaube ich. Ich hatte letztens bei uns in der Firma, hatte ich der Admin-Abteilung so eine kleine Tüte Süßkram an die Türklinke gehängt, um dann festzustellen, dass ich eine Woche zu früh war. Das war ein bisschen blöd. Aber ich habe es irgendwie falsch in den Kalender eingetragen. Aber die haben es trotzdem genommen und gegessen, glaube ich. Ja, also du wusstest vom Computer Security Day, also wahrscheinlich ist bei dir wie beim Muttertag, ne? Jeder Tag ist Muttertag. Oder Valentinstag, das ist ja noch besser. Wir brauchen keinen 14. Februar, sondern jeder Tag ist Valentinstag. Ist bei dir wahrscheinlich jeder Tag Security Day. Ja, hoffentlich kein Security Leak oder Day oder so. Ja. Das ist natürlich schon, aber ja, Security ist natürlich schon täglich mit dabei, genau. Möchtest du die Universität Duisburg-Essen grüßen in dem Zusammenhang? Grüße gehen an die Universität Essen. Ich weiß nicht, bin da nicht up to date, worum es da geht, aber anscheinend gibt es da ein Loch zu stopfen oder so. Da gab es ein im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Die haben die große Axt rausgeholt und alles gekappt, um den Schaden zu minimieren, und dümpeln da gerade in so einem Notbetrieb irgendwie vor sich hin. Das ist aus der Entfernung tut mir das so richtig, richtig leid. Ja. Schlimm. Da ist doch jetzt auch gerade diese Twitter-Alternative Hive-App oder so, ist ja auch gerade, glaube ich, mit Security-Stopfen beschäftigt. Da hat die Zerforschung, glaube ich, gerade einen Artikel losgetreten oder die auf eine Security-Lücke aufmerksam gemacht, unter anderem, dass man von anderen Nutzern, glaube ich, den Status oder so ändern konnte. Ja, genau. Und den Text. Das, heute Morgen habe ich das, oder war das gestern? Ihr wünscht euch bei Twitter einen Edit-Button? Hive hat es. Und ihr könnt nicht nur eure eigenen Texte editieren, sondern auch die von Fremden. Die haben wohl super. Jetzt auch, glaube ich, die App erstmal alles runtergefahren, bis sie das behoben haben, die gemeldeten Lücken. Ist vielleicht auch sinnvoll, ne? Also scheint schon sehr schwerwiegend zu sein. Die perfekte Symbiose aus Twitter und Wikipedia. Ja, genau. Okay, also ich habe dich gerade mitten im Satz unterbrochen, weil du sagtest, bei dir ist jeder Tag Security Day. Nee, das war's ja schon. Also, und dann hatten wir über Uni Essen und Hive Club, Hive heißen die. So schnell sind wir vom Thema abzubringen. Genau. Hive Club. Ja, genau. Wie hieß das noch? Clubhaus? Kennt noch jemand Clubhaus? Das ist zusammen mit, wie hieß denn das, mit den runden Dingern da? Mit den runden Dingern? Circles? Circles, nee, das war doch diese eine, oh Gott, ja,
Naja, ah ja. Egal. Okay, also ich hab, versuch doch mal, welche Farbe hatte es? Welche Form? Mehr rechteckig? Oh, der Chat weiß doch. Google Dingsbums, genau. Inga weiß, was ich meine. Google Dingsbums. Circles? Nein. Circles? Ups. Hieß es? Ja, es also, gab Circles, das, nee, was Twitter so ein, jetzt hat. Genau, es gab so ein Social Media Ding. Oh. Naja, egal, was dann auch so sehr, sehr schnell wieder ab vom Fenster war. Wie Google Plus. Google Plus war es, natürlich, genau. Ach so, das ist natürlich ganz rund, das Pluszeichen. Ja, ja, wenn man einen Kreis drum macht, aber, okay. Nee, also es, es gab innerhalb von Google Plus gab es eben Circles. Und, genau, genau. Alle haben jetzt gibt es Circles bei Twitter. Jetzt gibt es Circles bei Twitter, genau. Oder auch nicht mehr, also. Doch, habe ich die Tage noch gesehen, zufällig. Ja, Twitter ist ja jetzt die Duscho. Jede Woche eine neue Welt. Also. Ja. Es ist eine ziemlich dystopische Welt geworden inzwischen. Ja. Ja, nicht so gut, nicht so gut. Naja. Ja, bei Clubhouse gibt es das noch? Ich bin gerade neugierig, weil das wurde doch damals so gehypt. Ja, ich glaube, das war da, also ich glaube, das gibt es nicht mehr. Wie bei den Kornkreisen. So, gibt's noch. Ja, oh, das ist doch scheiße. Neben den Kornkreisen. Richtig. Ich habe ja auch noch so ein Buch über Kornkreise. Noch. Aus dem Weltbildverlag. Das wird auch noch. Sie haben dieses Jahr noch den neuen Dark Mode ausgerollt. Also es ist toll. Wie? Clubhouse im Dark Mode? Ja, ja. Flüstern dann alle? Dark. Oder was? Wie? Ist doch ein Audiodienst, wie kann der denn Booster sein? Ach, ich mache mir wieder Gedanken hier. Ist dann mit der Hausautomatisierung verbunden, dass dann das Licht ausgeht. Alle reden ganz leise. Ich hätte da auch noch was zu sagen. Ja, warte, ich hole dich gleich. Dark Rooms in Clubhouse. Dark Rooms in Clubhouse, genau. Daran muss ich auch denken, aber ich wollte es nicht sagen. Ja, für die Schlechten bin ich zuständig. Ah, Vera hat ein Witzebuch. Moment, Vera, blau. Warte, blau, warte. Mhm. Was? Warte. Ich such mal. Die Toilettensitzung ist versaut, wenn einer dir die Rolle klaut. Das war aus dem Buch Klowitze. Ja, heute ist sozusagen Solo für Vera. Ja, ich mute mich mal. Nein, bleib. Sie braucht ja ein paar Sidekicks. Also sonst ist das ja irgendwie. Also es lebt ja vom Ping-Pong-Spiel sozusagen. Pong. Ping-Pong. Ping-Pong. Ich möchte jemanden grüßen. Ja, wen? Achso. Ja, das ist. Non-Menschen. Inga weiß, worum es geht. Ah, ja. Ah, okay. Ich sag keinen Namen, aber Inga weiß, worum es geht. Ja, hat fast funktioniert. Okay. Lars, hast du denn vom Computer Security Day was mitbekommen? Gestern? Nee, ich hatte mein Passwort verloren. Ja, das. Also eine der sichersten Art und Weisen. Vor allen Dingen, wenn man dann versucht, so ein System wieder zu öffnen und gibt dreimal das Falsche ein, dann hast du erstmal für 24 Stunden Ruhe. Ja, das ist der Security Day. Genau, das ist der Security Mode. Okay. Na, ich habe auch nichts. Was habe ich denn? Habe ich gestern irgendwas Sicheres? Sicher habe ich irgendwas getan gestern, aber auch am Computer. Aber ich glaube, das Spezielle ist mir jetzt auch nicht untergekommen. Ja. Aber was gestern ist ja gestern. Wichtiger ist ja, was heute ist. Nämlich heute ist der 1. Dezember. Und alle, die einen Adventskalender, so, das S kommt nach hinten, Adventskalender haben, haben wir heute das erste Türchen aufmachen können. Was war denn bei dir drin, Lars? Ich habe keinen Adventskalender. Aber eine Sekunde. Es gibt da doch diesen virtuellen, von dem man mir mitgeteilt hat, dass es ihn gibt. Ich guck gerade ins erste Türchen. Heute am 1. Könnte was vom Björn gewesen sein, denn der hat irgendwie vorhin getwittert, dass es ihn gibt und es sei gut und er wäre auch dabei. Vermutlich war das schamlose Eigenwerbung. Türchen 1 ist die Selbstverteidigung für Eilige. Von Digital Courage. Zu finden auf digitalcourage.de.
Da ist der Link schon im Chat. Das ist also nicht der Podcast-Adventskalender, sondern der Digital-Courage-Adventskalender. Den gibt es natürlich auch, den könnt ihr jetzt noch anhören. Und wenn nicht, dann könnt ihr ihn nachhören. Weißt du die URL dazu gerade zufällig? Nee, gerade zufällig nicht, aber Lars hat sie bestimmt gleich gefunden. Jetzt bringen wir aber zwei Sachen, jetzt bringen wir mehrere Dinge durcheinander, ne? Also den Security Day und Adventskalender, Sicherheit und ganz normale Schoko-Adventskalender oder andere Adventskalender. So, Vera, was war denn bei dir drin? Um mal eine. Ich hatte gar nicht. In dem einen, ich habe so einen 90er Jahre, ich habe zwei, ich habe so einen 90er Jahre, wie heißt denn das? Nostalgie-Adventskalender und heute hatte ich so eine Plastik, oh Gott, ich komme das nicht aufs Wort, Spirale, so ein Ding, was man dann, so die Treppe auch und so, ihr wisst, was ich meine, ne? Auf was man so laufen lassen kann. So, was ja. Man so laufen, genau, sowas, das habe ich gerade erahnt. Und dann hatte ich noch. Ich habe vergessen. Ja. Dann hatte ich in einem anderen, das ist so ein Snack-Adventskalender, ranzige Nüsse drin. Ich habe das Geld schon wieder verlangt. Ich, ja. Da. Hier. Aber du hast gesagt, Moment, der eine ist ein nostalgischer Kalender. Genau, also 90er Jahre Adventskalender. Da sind dann Sachen drin aus den 90ern. Windows 3.11 oder was? Also, eine Diskette mit Windows 3.11. Nein, das wäre sehr schön. der ist aber auch so ein rechteckiger Karton, oder ist das dann irgendwas anderes? Ja, das ist so ein Karton mit so, und heute war so eine Spirale da drin. Ihr wisst, was ich meine, ne? So ein Treppenläufer. So ein Treppenläufer-Spiralending, sie, genau, aus Plastik. Aber genau, das ist und doch in dem schon anderen. Ganz schön groß. Das heißt, also sind beide sehr groß. Also, da die ranzigen Nüsschen, die waren recht klein, aber naja. Mal gucken, da sind auch noch Chipstüten und sowas drin. Ob die auch pappig sind oder auch ranzig. Wer weiß es schon. Das Geld habe ich schon wieder bekommen. Gutes von gestern oder vom letzten Jahr. Ist halt nicht verkauft worden in 2021. Also, kann man ja wahrscheinlich. Wenn es einzeln verpackte Chipstüten sind. Slinky oder Treppenläufer, aha. Wow, Slinky, S-L-I-N-K-Y. Ich wusste nicht, dass die Slinky heißen, siehste. Das ist ja auch spannend. Naja, genau sowas hatte ich jetzt. Und ich hoffe natürlich, dass in der 24 dann ein Tamagotchi drin ist oder so. Ah. Und aber der, wo kann man denn, also wer verkauft denn sowas? Fangen wir mal so rum. Also ich. Manufaktum den, oder was? Den 90er-Jahre-Kalender habe ich tatsächlich von einer Influencerin gekauft. Ich habe mich influenzen lassen. Es ist genau. Und den anderen habe ich zufällig bei einem großen Online-Warenhaus gefunden und dann dachte ich mir, ach komm, runtergesetzt. Jetzt weiß ich auch warum. kaufe ich mir den mal. Ja. Jetzt habe ich ihn für umsonst. Das ist auch schön. Also dafür habe ich ranzige Nüsschen gehabt, aber Zum Dezember ja schon mal gut mit ranzigen Nüsschen. Ja, prima. Genau. Ich stand gestern im Supermarkt und hätte mir beinahe einen Adventskalender mitgenommen, wo lauter Werkzeug drin war. Das hat mich so ein bisschen getriggert, weil ich dachte, oh, wer weiß, vielleicht ist da ja der Schraubendreher drin, den ich schon seit Ewigkeiten suche. Und dann ging mir aber durch den Kopf, wenn da jetzt ein vernünftiges Werkzeug drin ist und 23 Schrottteile, dann ist 30 Euro für den Kalender vielleicht doch ein bisschen hochgegriffen. Außerdem habe ich eigentlich genug Werkzeug. Ich muss es halt nur suchen. Es ist halt irgendwo. Also ich staune noch darüber, dass du überhaupt mit einem guten Werkzeug rechnest. Ich habe, glaube ich, zwei Adventskalender mit Werkzeug mal gehabt. Die sind tatsächlich nicht so schlecht. Also, aber ich habe auch die von Vera gekauft, weil Name verpflichtet und so. Ach so. Du kaufst bei dir selbst. Ja, genau. Nee, und die waren tatsächlich gar nicht schlecht, aber ich benutze das Werkzeug halt kaum. Das kommt halt dazu.
Ich wusste nicht, dass die einen Adventskalender machen. Allerdings nicht für 30 Euro. Ja, für 30 Euro, genau. Das kostet dann ein bisschen mehr. Genau, deswegen war, da hatte ich es jetzt nicht angesiedelt. Also es ist mein letztes Set von denen war noch. Oh je. Aber es fällt meistens. Ja. Also stimmt das hier mit Vera mit W? Ja. Ist die Firma. Okay, genau. Nicht Vera mit genau. V. Okay, ich kenne die gar nicht. Ihr kennt die alle. Wieso? Weil das halt ein Werkzeug ist, was so heißt wie ich. Moment, und ich mag Werkzeuge und so. Achtung, ich werde jetzt tippen. Wer immer, du kennst die Form. Du wirst gleich die Form von Vera sehen und denken, ach die. Ach die. Mach mal hier Bilder. Suchmaschine. Diese grün. Ach ja, ach die. Hatte ich doch auch mal. Oder habe ich sogar irgendwann. Ja. Ach, guck mal, das heißt Vera. Aha. Und die machen Adventskalender. Ja, meine, also wenn ich gestern meinte, der wäre von Parkside und der lag bei Lidl im Regal. Ah. Und das ist der Gedanke, den Lars wahrscheinlich hatte, ne? Das kann ja nichts taugen. Ich habe allerdings letzthin mal eine Influenzen-Sendung, das Bauforum 24, das war auf YouTube geguckt und da wurde tatsächlich auch so Werkzeug von dieser Firma getestet und für gar nicht so schlecht befunden, was mich ein bisschen positiv davon beeinflusst hat. Tatsächlich, ich bin auch beeinflusst, wie heißt das? Ich bin auch beeinflusst worden, so. Ein Pro-Tipp, die Adventskalender werden ja nicht schlecht von Vera, man kann die auch einfach die 2020er-Version kaufen, die sind dann meistens runtergesetzt. Warum? Weil das andere Zahlen sind? Ja, keine Ahnung, weil es dann nicht mehr aktuell ist und dann verkaufen die es wirklich tatsächlich für die Hälfte und so, also es ist ganz verrückt. Die Google, die Suchmaschinensuche gibt mir Vorschläge bis 2012 rückwirkend. 12, 14, 15, 19, 16, 17. Ey, das ist ja jetzt sortiert. Was ist denn das hier für ein... Das ist ja schlecht. Mal gucken, was gab es denn 2012, also vor 10 Jahren? Wie sieht denn der aus? Ach da, das ist ein Bild. Hä? Tja, nur Klammer. Soll ich in der Zwischenzeit... Hier, das ist wieder so ein Angebot, da muss man wirklich genau aufpassen. Vera, Adventskalender, Verpackung ohne Wahrung. Ohne Ware. Ohne Werkzeug, genau. 7 Euro, kostet nur die Schachtel. Heil. Ja. Hat anscheinend auch einen Sammelwert an sich, die Packung. Ja, wahrscheinlich. Okay. Menschen machen komische Sachen. Ich muss nicht alles verstehen. Das stimmt natürlich. Billiger als ein Werkzeugkasten. In der Suche taucht auch auf ein Buch, das heißt Adventskalender Kackende Katzen. Ich weiß nicht, was das ist und warum. Jetzt muss ich wieder hier Cookies akzeptieren. Nein, will ich nicht. Benutzer definiert, speichern. Ja, und dann, egal. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Sie jemanden im Internet scheitern sehen wollen. Okay, also Adventskalender. Du hast 2, Lars hat 0. Also Vera gewinnt diese Runde. Sebastian, was war denn in deinem Adventskalender? Ich schließe mich Lars an, ich bin auch bei 0. Was? Ich hätte gedacht, bei dir ist eine Motorsäge drin oder irgendwas Praktisches so. Nee, tatsächlich kein. Da sowas. Dachte ich, wäre der einzige unromantische Mensch hier. Du hast auch keinen? Nö, habe auch keinen. Also ich habe heute in der Cafeteria ein Stück Schokolade, so ein Mini-Stück Schokolade zum Brötchen dazu gereicht bekommen, weil es ja erster Advent sei. Und dann habe ich... Dann war das aber Bitterschokolade. Und dann habe ich gesagt, ich mag keine Bitterschokolade. So, ja, da haben wir dann in diesem großen Haufen rumgewühlt und dann gab es auch noch Vollmilch. Und dann habe ich die dann hinterher an meinem Arbeitsplatz gegessen und die schmeckte nicht. Es war nicht gerade ranzig, aber also die Verpackung hat mehr versprochen als das, was auf der Zunge am Ende ankam.
wo ja. du gerade sagtest, im großen Haufen rumgewühlt, muss ich gerade raussuchen, woran ich denken musste. Ja, Kopfkino, juhu. Das ist auch ein schöner Sendungstitel. Ja, wir teilen diese Sendung in mehrere, weil wir haben so viele Titel. Im großen Haufen rumgewühlt. Ja, warte. Hier, da ist es, das Foto, was ich suche. Moment. Lasst mich zurück. Ich, Sie werden unter dich schneller. Ich bezweifle das. Das ist ein langer, langer Link jetzt, aber egal. Ich habe jetzt keine Lust. Ah nee, guck mal, wird nur kurz angezeigt. Ja, genau, Lars. Genau, was du gerade im Chat geschrieben hast. Das ist das Problem. Da. No. Ja, heute sind warum wir. Ist er denn, warum, ja. redet, warum redest du nicht? Warum schreibst du? Du kannst doch, du hast doch ein Mikro. Ja, habe ich. Oder ist dir das peinlich? Ja. Dann reden wir da nicht drüber. Schreib's in den Chat, dann kriegt das ja keiner mit. Das ist gut. Aber ich bekomme schon mit im Chat, dass ich nicht als Einziger diesen Gedankengang hatte. Ja, und ich habe einen Link geschickt, woran ich denken musste, weil im großen Haufen rumgewühlt. Habe genau an das auch gedacht. Ja. Was ist denn, dieser Link ist ungefähr 8 Sein Zeilen Link ist lang. Ihr müsst ihn auf, man muss den aufklappen und dann kriegt man den, glaube ich, angezeigt, ja. Ich weiß, ja, es ist so lang. Wir können ja jetzt die Sache eben auflösen. Also im Film Jurassic Park gibt es eine Szene, wo jemand in einem großen Haufen wühlt. Ja. Aha. Ja. Okay. Und okay, Jeff Goldblum. Ja. Nein, ich sage doch nicht, was er sagte. Also, ach ja. Oh, wait, ja. Hier, die Seite heißt, den vorne lasse ich weg, HTTPS, bla bla bla. Jurassic Park Funko Konzept verlangt scherzhaft nach einer Dinosaurier Poop JPEG. JPA, JPG, JPG. Okay, verlangt scherzhaft nach einer Dinosaurier Poop. Ah ja, aber sie hat doch diese Veterinärhandschuhe da an, die bis zur Schulter gehen, guck mal. Doch alles. Ja, alles gut. Ja, alles schick. Gut, ja. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Wo waren wir denn gerade? Wir waren heute beim 1. Dezember. Heute ist nicht nur Adventskalendertürchen öffnen, sondern auch Welt-AIDS-Tag. Ah, endlich mal was Vernünftiges. So, bring mal Sinn vernünftig rein. Welt-AIDS-Tag. Heute? Heute, am 1. Dezember, ja. Okay, ja, bei uns ist nächste Woche so eine Aktionswoche irgendwie. Ach nee, da geht es um Blutkrebs, das ist was anderes. Das ist ja nicht AIDS. Das ist was anderes, ja. Wenn nicht alle fiesen Krankheiten durcheinander werfen, das ist ja auch nicht gut. Ja, Welt-AIDS-Tag gibt es auch noch, ne? Also die Krankheit, den Virus, das Virus. Wir reden immer nur von dem einen gerade, aber es gibt auch andere. Nach wie vor. Aber es gibt jetzt, also ich bin ja ganz begeistert von der Medikation, die es inzwischen gibt. Es gibt jetzt genau noch eine Tablette, wo einfach alle Sachen drin sind, die man kriegen muss bei HIV. Um das quasi. Also es sind vier verschiedene Wirkstoffe drin in einer Tablette. Es ist sehr, sehr großartig. Also ne, die Menschen müssen nicht mehr 30.000 Tabletten am Tag schlucken, sondern nur ja, eine ganze einzige. Handvoll. Ich habe noch so Bilder vor das Augen, ist, wo der die ganze Handvoll liegt mit so Tabletten. Ja. Ja. Wow. Bin ich total begeistert immer. Ja, es lebe die wissenschaftliche Forschung. Bringt uns doch weiter. Ja. Kann Menschen helfen. Schön. Ja, das habe ich heute tatsächlich gar nicht mitbekommen. Früher gab es doch da so Schleifchen und so, also dass man da tatsächlich eher, vielleicht war ich auch nur von Ignoranten umgeben und bin selber auch einer, das kann natürlich sein. Das kann sein, ja. Gut, also heute ist also, nachdem jetzt über den Umweg gestern der Tag und dann hier Adventskalendertürchen, kommen wir zum eigentlich Wichtigen, nämlich Welt-AIDS-Tag. Ja, guck mal, das hätte mir auch vorher einfallen können. Aber ist mir nicht. Ja, prima. Siehste.
Okay, ja. Ich habe gesagt, heute ist Solo für Vera, weil Vera hat die meisten Themen mitgebracht für diesen Sendegarten. Sie hat gesagt, das hat alles nichts mit Podcasting zu tun. Stimmt nur so um halb, wie aufmerksame Mitsendegärtner gemerkt haben. Aber ich glaube, das erste Thema, wo du hattest ja beim vorletzten Mal angedeutet, dass du mehrere Reisen machen würdest. Und eine davon führte dich nach Mallorca. Und da könntest du uns vielleicht einen Lichtbildervortrag zu zeigen. Warte, ich hole eben den Tierprojekt auch raus. Genau. Ich dachte früher mal, wenn was, unser... Wie war es denn? Erzähl doch mal. Ja, ich hatte es ja schon mal erwähnt. Also ich war ja mit der Arbeit auf Mallorca, also mit einer Gruppe Menschen mit Behinderungen, einem Kollegen und so. Und wie gesagt, es war eigentlich recht schön, wenn uns halt nicht am ersten Tag eine Person fast verblutet wäre und im Krankenhaus gelandet wäre. Was? Genau, ja. Aber alles gut. Also Not-OP, Bluttransfusion, alles. Oder eine Kampfader ist geplatzt. Bitte, bitte. Wenn ihr Kampfadern habt, geht zur Untersuchung und lasst sie behandeln. Bitte, bitte. Es kann wirklich sehr, sehr schlimm ausgehen. Es ging nicht schlimm aus, aber es sah nicht schön aus. Also, die 300 Liter Blut auf dem Boden und so. Naja. 300? Nein, gefühlt. Also es war, okay. Es war nicht schön. Es waren dann mehrere Menschen. Es war ein Mensch und viel, 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 viel Blut. Naja, auf jeden Fall. Alles gut gegangen. War es alles gut, genau. Nee, dann waren wir auf dem Ballermann. Das war auch noch halbwegs erträglich, weil wir um 17 Uhr an einem Mittwoch da waren. Das ging dann auch noch. Ja, das war auch schön. Und dann wurde ich halt ganz schlimm seekrank, als wir uns Delfine angeguckt haben. Und das war sehr, 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 sehr schön. Weil du dann auf ein Boot steigen musstest, oder? Auf ein Boot. Und ich war noch nie in meinem Leben seekrank. Das ist ja das Schlimme. Ich habe das immer nicht verstanden, wenn Menschen gesagt haben, dass ihnen schlecht auf Schiffen wird. Ich habe immer gesagt, warum? Das ist doch nichts Schlimmes. Ja, doch. Also, es war so ein blöder Katamaran, der halt links und rechts und oben und unten und gegen die Wellen, mit den Wellen und halt diese Delfine da verfolgt hat. Genau. Und dann musste ich die 3,5 schlimmsten Stunden meines Lebens auf dem Schiff verbringen. Kakamaran, genau. Kotzamaran. Zum Kotzen musste ich zum Glück nicht. Das ist das einzig Positive daran, dass ich mich nicht übergeben musste. Okay. Bei großen Schiffen sagt man, man sollte eben nach Möglichkeit in die Mitte gehen, weil es sich da nicht so doll bewegt. Aber beim Katamaran hat man nicht so viel Mitte, ne? Genau, und ich glaube, das war der Fehler, weil ich saß erst in der Mitte und habe mich dann ans Fenster gesetzt. Und dann saß ich am Fenster und dann konnte ich mich nicht mehr bewegen. Also ich saß dann da und habe gesagt, wenn ich mich jetzt bewege, dann ist alles vorbei. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut, irgendwas zu tun. Und ich glaube, das war der große Fehler, so im Nachhinein. Also irgendjemand hätte dich beherzt nehmen und einfach in die Mitte schleppen müssen, einfach, ohne genau, dass du dich einfach bewegen musst. Genau. Ne? Ja, aber ich hab halt auch den überwiegenden Teil geschlafen. Zum Glück bin ich immer wieder eingeschlafen dann. Das ging? Trotzdem, das dass ging, das so schlecht war? Ich habe die Augen geschlossen und dann bin ich immer wieder weggeschlummert, ja. Zum Glück. Obwohl es mir schlecht und schwindelig war und ich Schüttelfrost dann hatte irgendwann. Der Körper hat sich gegen alles gewehrt. Ja. Ja. Nee, und geschlafen habe ich dann so die Hälfte der Zeit, glaube ich. Ist ja das Beste, was du machen kannst, ne? Also einfach die Sinne abschalten. Denn das ist ja, soweit ich das jetzt aus meiner langjährigen Erfahrung mit Sehkrankheiten kenne, ist das ja so eine Irritation zwischen, was das Ohr an Signalen gibt und was das Auge sieht. Also der Gleichgewichtssinn dieser beiden Organe, dieser beiden Sinnesorgane, spricht unterschiedliche Sprachen und dann kommt in der Regel der Kopf ja nicht so mit klar. Und dann ist eben Alarm. Und macht der Körper ja immer irgendwie das Übliche. Normalerweise ist ja das Programm Gift, es muss alles raus aus dem Körper sofort. Ja. So. Ja, das ging irgendwann nicht mehr, weil wir hielten ja und mussten dann sind dann die anderen, die da auf dem Schiff waren, die Rutschen runtergerutscht, die es auf dem Katamaran
gab und dann sind sie ins Meer gerutscht und dann konnte ich halt nicht mehr aus dem Fenster, hätte ich nicht mehr mich übergeben können, dann irgendwie raus. Habe ich mir eine Tüte bringen lassen, zur Sicherheit. Rutschen auf dem Katamaran? Wie, ja, was? Ja, da gab es hinten so zwei Rutschen und dann konnten die Leute dann mit Badeanzug bekleidet ins Meer rutschen und da schwimmen. Und das hast du auch gemacht? Nein, um Gottes Willen. Nein. Ja, das hätte ich nicht jetzt. Ja, weil du sagst, du wärst gerutscht und dann am Fenster gesessen, nein, also quasi nein, unten ich saß am Fenster und hätte ich dann aus dem Fenster gekotzt, meine ich, dann wären die Schwimmer mit getroffen worden. Oh, ja. Leute. Guten Appetit. Naja, es ist alles gut gegangen. Wir sind dann. Ja, guck, alles gut, alles drin geblieben, alles gut. Genau, alles gut. Nee, und dann sind wir sonntags wieder geflogen in einem. Ich habe noch nie in so einem großen Flugzeug gesessen. Ihr sagt bestimmt alle, ach, pff, ja, bin ich schon. Aber das war so ein großes, so mit so einer viersitzigen Mittelreihe und so und zwei Gängen. Und das, so einem großen Flugzeug bin ich noch nie geflogen. Naja. Okay. Mhm. Ich bin noch nie in einem Flugzeug geflogen, was größer ist als ein Bus. Ja, eben, genau. Immer nur so kleine zwei und so. Und auf dem Hinflug war es schon groß, aber auf dem Rückflug war es dann so ein richtiger, so ein Weitstreckending war das dann irgendwie wohl. Also so ein 747 oder A380? Nee, oder? Ich glaube, es war oh, ich weiß es gerade nicht mehr hier. Das habe ich irgendwie. Reicht ja auch. Ich glaube, ein großer, genau. Groß. Also mit zwei Reihen für die Saftversorgung. Genau. Okay. Mhm. Ja. Oh. Oh. Ja, und dann hat es geregnet. Ich hatte einen Regenschirm mitgenommen nach Mallorca, weil Regen angekündigt war. Und dann dachte ich mir, dann habe ich wenigstens was da. Und dann habe ich den aber auf Mallorca gelassen. Das war so ein billiger von Rossmann, der auch schon ein bisschen kaputt war. Und dann, weil in Deutschland kein Regen angezeigt worden ist, dann hat es auf Mallorca nicht geregnet und in Frankfurt hat es geschüttet. Ja, was wieder beweist, ein Regenschirm verhindert Regen. Ja. Wenn man ihn dabei hat, regnet es nicht. Und wenn man ihn nicht mehr dabei hat, dann regnet es. Okay. Genau das, ja. Ja. Ja, tja, naja, nee. Dann war ich eine Woche arbeiten und dann hatte ich schon wieder Urlaub. Ach ja, das war ja eine Dienstreise, wenn man so will. Ja, ja, das war eine Dienstreise. Ah, okay. Naja. Also, ja, ich meine, war das denn, abgesehen von dem, was da passiert war am Anfang, der Notfall, einigermaßen stressfrei oder war das schon so 24 Stunden Daueraufmerksamkeit und so immer so latent? Genau, also natürlich mussten mein Kollege und ich da mal so ein bisschen gucken und so, aber es war nie so, dass wir gesagt haben, Gott, jetzt ist das aber alles stressig und so, sondern wir sind auch ganz normal, nachmittags haben wir uns ins Bett gelegt, so zum Schlümmerchen, sage ich jetzt mal, weil alle anderen auch in ihren Zimmern waren und haben wir gesagt, naja, was sollen wir jetzt hier rumsitzen? oder abends auch früh ins Bett und so. Also es war alles, zum Glück waren ganz viele eigenständige Menschen mit, die wir auch einfach mal alleine lassen konnten und jetzt nicht die ganze Zeit 24/7 da irgendwie gucken. Sind halt auch einfach erwachsene Menschen mitgekommen, die für sich selbst auch sorgen konnten. Mhm. Genau, also ich weiß noch, wir hatten... Ja, sehr ruhig. Also uns hatte eine Dame aus Baden-Württemberg angesprochen zwischendurch, die auch zwei Kinder irgendwie hatte, die behindert waren irgendwie. Dann hat sie immer uns gefragt, warum denn wir nicht zusammen essen und warum, wo die denn alle sind. Und wir sind 9 Leute, aber sie sitzen doch da immer nur mit 2 und wo sind denn die alle? Und dann sagt, naja, die sitzen halt hier im Raum verteilt. Was sollen wir denn mit denen zusammen essen? So, also das hat die gar nicht verstanden, dass Menschen auch für sich alleine essen wollen oder können auch. Ja. Oder, ja. Als sie dann gesehen hat, dass einer Bier getrunken hat. Oh Gott, das geht doch nicht. Hä, doch, warum denn nicht? Also, so ist es ja. Naja. Das war dann so eine Person, die einen behinderten Erwachsenen mit einem kleinen Kind verwechselt. Ja, so genau, passiert. Ne? Dieses, ja. Gut, ich meine, du bist das natürlich aus deiner beruflichen Perspektive gewöhnt. Das ist für dich ganz selbstverständlich.
aber dieses, man muss sich doch drum kümmern, man muss den Menschen doch behüten und bloß keine zusätzlichen Belastungen irgendwie, ja, nicht rauchen, nicht trinken, was weiß ich. Ja, ja, genau. Kein Kaffee oder am besten immer nur mit einem Lätzchen und Brei und so. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich, ich will nicht sagen, automatisch in den Menschen drin, wenn man drüber nachdenkt, kommt man schon ein bisschen weiter, aber das ist vielleicht so ein erster Impuls, so ein Behüterimpuls vielleicht, so ein Beschützerinstinkt. Genau, ganz oft. Aber ist an der Stelle natürlich falsch. Ne? Mhm. Ja, das, es gibt auch tatsächlich in meinem Kollegenkreis Menschen, die immer noch glauben, dass wir eine Aufsichtspflicht haben. Wo ich immer sage, nein, das also hat man bei Kindern, aber doch nicht, also nein, haben wir nicht. Aufsichtspflicht. Ja, es kommt drauf an, wie wie die, wie nennt man das denn, Geschäftsfähigkeit definiert ist, ne? Genau, also so ganz, natürlich, wenn es so ganz in die Richtung geht, so wirklich fremd und eingefährdet und sowas, dann irgendwie, klar, das ist dann irgendwie, aber das ist dann ganz anderes Klientel irgendwie, als das, mit dem ich arbeite, ja. Und was war jetzt der Grund der Reise war? Einfach Urlaub. Ja, ich wollte sagen, einfach Urlaub, einfach also, mal raus. Also wie jeder übliche Menschenbürger hier auf der Erde, der da sagt, ja, jetzt muss ich mal raus. Oder ist das bei euch auch, dass ihr also dann einfach eine gebuchte, also eine organisierte Reise macht mit der ganzen Gruppe? Genau, also es gibt viele Anbieter, die sowas anbieten, so Gruppenreisen für Menschen mit Behinderungen, und die sind einfach unheimlich teuer. Also Beispiel, es gab mal ein Angebot, 5 Tage Hamburg im Doppelzimmer, ohne, also nicht inklusive war, so Taschengeld, sag ich jetzt mal, für die Reise und Eintritt und so, das musste man noch extra zahlen. Die Reise hätte alleine nur für 5 Tage im Doppelzimmer 3.000 Euro gekostet. Halleluja. Halleluja. Und dann hat man... Ja, was ist denn dann irgendwie der Notarzt? Wohnt er damit auf dem Flur für alle Fälle oder was? Ja, nee, das ist, wenn man dann mal so googelt, die Reisen kosten meistens so viel. Also es ist, dass sie so, ja, so 2.000, 3.000 Euro kosten für 5 bis 6 Tage in Deutschland oder halt so 4.000 Euro Mallorca, irgendwie so, also für eine Woche. Und dann hat mein ehemaliger Chef gesagt, das muss auch günstiger gehen. Und dann hat mein Arbeitgeber, also der des Dingens, hat halt dann gesagt, so, und wir machen jetzt die Reisen selbst. Wir gründen quasi eine eigene Abteilung für Freizeitangebote und Urlaubsreisen. Ja, und urplötzlich geht's, dass die Reisen auch für die Hälfte des Preises oder ein Drittel des Preises angeboten werden können. Weil da halt nicht diese Märchensteuer draufkommt und so, was man da so alles. Aber du bist jetzt sozusagen dann auch gefragt worden, ob du das zusätzlich zu deinem normalen Arbeitsdienst auch noch machst. Ne? Genau, also natürlich habe ich jetzt bei meiner eigentlichen Arbeitsstelle habe ich halt Minusstunden gemacht, so, weil ich halt die ganze, also 7 Tage weg war, habe ich halt in der Zeit. Aber ich wusste das ja, dass es nicht angerechnet wird. Deswegen habe ich die Monate vorher schon Plusstunden gesammelt, damit ich das halt ausgleichen kann. So. Oha. Also bin dann mal hier ein bisschen länger geblieben oder habe mal einen Tag, bin ich mal eingesprungen und zack, hatte ich das auch drin. Also es ist, genau. Aber sonst ist alles gleich, also Gehalt. Also, das waren jetzt Menschen, mit denen du sowieso dienstlich jeden Tag zu tun hast. Nee, aber nur einer war mit von meiner Arbeit. Der Rest war vom betreuten Wohnen und so und von anderen Einrichtungen, genau. Also das ist die kann ich alle nicht, die habe ich da kennengelernt dann in der Woche. Ja, verstehe. Das war für dich auch eine komplett oder fast komplett neue Situation. Genau. Nee, was ich auch gut fand, dass der Kollege, der mit war, fließend Spanisch spricht. Also das war schon eine große, große Hilfe. Ja. Also aufregend. Aber alle wieder gesund und munter. Und alle auch wieder gesund, genau. Alles gut. Alle offenen Stellen wieder zu. Nee, ich glaube, die Person, die ist da auch gesünder wieder nach Hause geflogen, als sie hingeflogen ist. Och, quasi. Das ist ja schön. War ja alles geflickt dann und so. Und ja, oje, naja.
Genau, nee, aber alles gut gelaufen. Es war auch tatsächlich zwischendurch sehr entspannt. Also wir haben da zwischendurch da gesessen, haben gesagt, es ist doch alles auch ganz schön hier. So. Ja, das ist doch das, ist das Beste, was passieren kann eigentlich. Ne, ja. Genau. Und dann... Oh. Und du hast die Erfahrung gemacht, was es heißt, seekrank zu sein. Also genau. Wo du vorher gesagt hast, was ist denn das Problem überhaupt? Und jetzt weißt du, was das Problem sein kann. Mhm. Ja, und ich bin mal auf Mallorca gewesen. Das hätte ich ja auch sonst privat, wäre ich da, glaube ich, nie hingeflogen. Also ja. Muss ich jetzt auch nicht nochmal, aber ja, so. Und der Ballermann um 17 Uhr, hat der, was für einen Eindruck hat der? Also waren da dann schon die berühmten... Ja. Trinker, ja. Und Strohhalme, mhm. Eimer und die gibt's Bilder, ja nicht mehr. Die ich so vor Augen habe. Also die Eimer gibt's, die dürfen ja nicht mehr sein. Also es ist ja, aber da in diesen ganzen, wir waren im Bierkönig und im Megapark und da war es schon schlimm, ja. Ja, ja. Ja, gut. Also es waren auch nicht so voll, also es waren nur einzelne Tische, die gröhlend und so und dann so mit Frauen, die auf dem Tisch getanzt haben, also die da angestellt waren und so ein bisschen Go-Go-Girl und so und das war halt ein bisschen irgendwie auch ein bisschen absurd, ja. Okay, so kurz nach dem Kaffee. Die schwarze Kirschtorte weg und dann die tanzende Dame auf dem Tisch. Okay. Mhm. So, Inga fragt, ob wir auch im Oberbayern waren. Nein, waren wir nicht, weil das Oberbayern mittwochs zu hat. Und es waren auch Treppen und da wollten sie alle nicht runter. Also die haben da geguckt, nee, da sind ja Treppen, da wollen wir nicht rein. Ja. Oh, war ja. Okay, ja, das war also deine Fahrt. Wie viele Tage wart ihr da? Eine Woche? Oder? 7, also Montag bis Sonntag tatsächlich. Ist ungefähr eine Woche, 7 Tage. Mhm. Mhm, genau. Kommt hin. Ja. Und dann hast du den Koffer abgestellt und bist direkt an diesem Tag wieder arbeiten gegangen. So richtig. Genau, genau. Boah, du hast ja echt eine Kondition, also ordentlich Kondition. Das muss man sehen. Also ich hatte einen einzigen Tag zwischendurch frei gehabt. Ah, doch. Ja, sonst irgendwie nimmt man sich so nach so einer Urlaubsreise so wirklich 2-3 Tage frei, aber es ging nicht anders tatsächlich, leider. Ja, weil du dann danach dann wieder Urlaub haben wolltest. Dann hatte ich wieder Urlaub, genau. Ja. Da bin ich nach Wien gefahren. Ja, da hast du uns ja auch einen Audiogruß in die letzte Sendung gebeamt sozusagen. Dankeschön übrigens dafür. Ja, bitte, ich habe es da schon gesagt, aber ich wiederhole das gerne nochmal. Danke für den Audiogruß. Und du hast die Claudia besucht, unter anderem. Aber eigentlich warst wegen der deutschsprachigen Meisterinnenschaften im Poetry Slam. Poetry Slam, das war das Wort, was mir nicht einfiel, genau. Genau. Mhm. Ja. Und da hat sich das gelohnt, dahin zu fahren? Oder? Es hat sich sehr gelohnt. Es war auch, also wir haben wirklich sehr viele Menschen getroffen. Also zuerst zwei Menschen, die auch schon mal auf dem Potsdok waren, also NachbarInnen von Inga aus Dortmund, die waren auch zufällig in Wien. Zufällig? Also das wusstest du vorher gar nicht. Das wussten wir vorher nicht. Erst als wir in Wien ankamen und dann haben wir auch noch zufällig herausgefunden, dass die eine an dem Tag, wo wir uns mit den beiden getroffen haben, Geburtstag hatte. Oh. Dann haben wir also für sie noch, also mit ihr zusammen Geburtstagsessen gemacht. Da haben wir dann auch den, da wussten wir es nur noch nicht, den dann deutschsprachigen Meister getroffen und uns nett unterhalten noch. Genau. Und dann sind wir zur ersten Vorrunde gegangen. Mhm. In einer sehr schönen Location, wie ich fand. Was haben wir denn am Tag danach gemacht? Ich glaube, da waren wir dann im Technik. Nee, wo waren wir denn dann? Also wir sind ja erstmal mit dem Nachtzug hingefahren und haben erst uns die Hofburg angeguckt. Und dann haben wir uns abends mit den beiden aus Dortmund getroffen. So war das, genau. Dann waren wir noch im Technikmuseum, im Technischen Museum, genau. Dann in einer Vorrunde. Danach sind wir dann zu Drama Carbonara gegangen. Also es war eigentlich eine Veranstaltung von der Veranstaltungsreihe Rapper lesen Rapper. Also wo dann irgendwie, ja, keine Ahnung, Rapper dann die Texte von anderen Rappern ins Deutsche übersetzen und dann irgendwie lyrisch vortragen oder so. Ich habe das Konzept nicht so ganz verstanden. aber Drama Carbonara, die waren dabei und haben dann über TikTok-Toe,
eine PowerPoint-Präsentation gehalten. Also nicht das Spiel, aha, sondern die Band aus den 90ern. Die hatten gerade irgendwie, genau, das, die Trennung ist irgendwie so und so, also hatte Jahrestag 25 Jahre. Oder so. 25. Genau, 25 Jahre. Das wussten die aber tatsächlich nicht. Und genau, das haben sie da nicht gewusst, dass es so einen Jahrestag bald gibt. Das, ja. Genau, ja, dann haben wir uns noch über mit denen Twitter mitbekommen. Also das Twitter funktioniert ja noch so ein bisschen und da war, ja, hatte jemand sich die Rolle der Medien analysiert oder überhaupt die Art und Weise, wie mit diesen drei jungen Frauen umgegangen worden ist. Genau. Und das ist ja alles andere als vorbildlich gewesen. Ja. Was stimmt. Ich total faszinierend fand, war, dass da irgendwo drin stand, das wäre das erste Trio von drei schwarzen Frauen gewesen. Mhm. Und ich so, hä? Schwarze Frauen? Wie war das schwarz? Und für mich waren das einfach Frauen. Also ich hätte jetzt zu mir gefragt, sind die jetzt, haben die eine besondere Hautfarbe? Nö, Menschen halt. Also ich wusste das überhaupt nicht. Ich habe das nie wahrgenommen und musste auf dem Foto, was dabei war, dann wirklich, jetzt mal hingucken. Ach, ja, okay, vermutlich. Aber das hat für mich überhaupt nie eine Rolle gespielt. Das hat mich so ein bisschen glücklich gemacht, weil endlich mal nicht so ein Automatismus, so nach dem Motto, anders, so, ne, schön, also, ja, okay, habe ich doch was gelernt irgendwann in meinem Leben. Ja, aber die sind halt da in diese Rolle gepresst worden und sind auch irgendwie medial ziemlich verheizt worden und sowohl von, ich weiß nicht, von ihrem Management, das ging wohl noch, aber die Presse hat sich dann ganz schlimm. Ja, die Presse war da. Die haben dann in der Vergangenheit gewühlt und ihr, also was da stand, war echt übel. Dass man da so, ja, also dass man auch keine, sagen wir mal, das waren ja junge Leute, sehr, sehr junge Leute und dass man da nicht auch so ein bisschen nochmal so einen Schutzfaktor eingerechnet hat. Ne? Also einen alten, was weiß ich, einen Dieter Bohlen, den kannst du vorführen, das ist jetzt, der kann damit umgehen. Aber so eine junge 20-jährige Frau oder wie alt die auch immer waren, die sind einfach, können mit so einem Mediendruck und diesen Verleumdungen oder was immer da hochgekommen ist, noch nicht so umgehen. Ist ja klar. Naja. Ja, da könnte man ja auch vielleicht mal ein bisschen weniger Druck machen, aber naja. Ja, naja. So schön. Und die haben dann da eine Folge drüber gemacht. Also vielleicht kannst du Drama Carbonara mal so in zwei Worten kurz beschreiben. Das ist ja auch ein Podcast-Angebot. Genau, es sind inzwischen vier verschiedene Drambertas nennen sie sie ja, die Fans. Also Dramovicis und Drambertas, genau. Nee, also es sind vier Personen, die so Groschenromanen, sage ich jetzt mal, also so Zeitschriften, wo so Kurzgeschichten drin sind, aus dem Kelter Verlag. So, weiß nicht, die Hefte heißen dann Meine Wahrheit, mein Geständnis und sowas. Und dann sind da halt so Geschichten drin, die sie dann vorlesen und währenddessen kommentieren und danach noch kommentieren. Und ja, es ist immer sehr lustig. Und aber oft bei dem Rapper gegen Rapper haben sie halt da haben sie genau das Lied Ich finde dich scheiße, haben sie dann quasi umgeschrieben, also das Video dazu, zu einer Geschichte, die halt wirklich klang wie aus diesem Kelter Verlag. Okay. Und danach wurde dann das Video noch gezeigt und dann, aha, ja krass, ja. Also und die drei, die da waren, die sind wirklich sehr, sehr nett. Also wir sind dann auch noch, durften dann noch ins Backstage gehen und so ein bisschen. Ihr speziell oder alle? Ja, die genau. Wollten. Also die hatten einen Monat, bevor wir nach Wien gefahren sind, hatten sie irgendwie eine Veranstaltung. Und dann habe ich gefragt, Mensch, habt ihr auch was Anfang November, weil da sind wir zufällig auch in Wien. So. Und dann schrieben sie mich nur an, hier, wir haben was, kommt da vorbei und dann
haben wir uns halt mit denen verabredet. Und Inga und ich dachten so, ach, die erkennen uns nicht und aha, wie unangenehm, dann müssen wir da hin und so. Aber die haben sind dann irgendwann die Treppe hochgekommen und haben sich total gefreut, dass wir da sind und haben uns auch direkt erkannt und sowas alles. Also, schön. War sehr, sehr nett. Also die drei waren wirklich sehr, sehr nett und aufgeschlossen. Wir standen dann auch noch zusammen und so. Also, ja. Genau, und das Lustige, es war zufällig in der Location, wo auch die das Festivalbüro sozusagen von dem Slam war, also in dem gleichen Gebäude, genau. Aber also dann hast du dich da ja gar nicht viel bewegt, also einmal den Slam am selben Ort und Drama Carbonara. Ja, nee, da war kein Slam, da war nur da habe ich die Akkreditierung gemacht und Organisation, ja. Das Slam Master in Meeting und sowas, genau. Ja, dann gab es noch ein Team-Slam-Finale, also mit Slam-Teams. Das finde ich immer der heimliche Star dieser Veranstaltung. Weil, was ist das? Also normalerweise trägt halt eine Einzelperson vor. Genau, ne? Und bei Team-Wettbewerben treten halt mindestens zwei Leute, stehen dann auf der Bühne. Also 2 bis 4 eigentlich, aber in den letzten Jahren hat sich das leider so durchgesetzt, dass nur noch 2 auf der Bühne stehen. Ja, und dann tragen sie halt gemeinsam einen Text vor, einen gemeinsam geschriebenen Text. Das finde ich viel, viel cooler, sehr, sehr viel cooler als den Einzelwettbewerb. Ich weiß auch nicht, das ist wirklich so mein Highlight jedes Jahr. Ist das dann so dialogisch? Also einer sagt einen Satz und dann der andere den nächsten und so im Wechsel, oder? Genau, also es gibt auch Live-Mitschnitte. Oh, wie hieß denn der Sender? Inga? Schreib's doch mal in Chat. genau. Da gab's halt einen Livestream und gibt's auch noch, ich glaube bei YouTube noch. Naja, und wie gesagt, die Finals waren halt im, Einzelfinale war im Burgtheater. Kennt man ja so ein bisschen. Vom Namen her auf jeden Fall, ja. Vom Namen, genau. Und dann noch im. Oh Gott, wie hieß denn das? Volkstheater? Nee. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war das einfach. Inga und ich hatten da jeweils eine Loge uns. Gemietet sozusagen. Erst eine Sechserloge in dem ersten Theater und im Burgtheater dann eine Einzelloge mit. Dann hatten wir nicht nur diese Einzelloge, sondern vor der Loge war dann noch ein kleines Räumchen mit einer Chaiselongue und mit einer eigenen Garderobe und sowas. Also das war feine schon Damen, feine Damen. Aber wir haben weniger verdient, als hätten wir unten gesessen. Ausgegeben, meine ich, als hätten wir unten gesessen. Also die Hälfte gespart dadurch. Wie kommt das denn? Ich glaube, die schlechtere Sicht, also wir haben alles gesehen, aber im Teamfinale habe ich halt eher so die Scheinwerfer gesehen und nur die Hälfte der Bühne. Also, okay. Ja. Schön auf der Chaiselongue gelegen und ein 15-Minuten-Schläfchen gemacht. Genau. Aber da gab es dann auch so livrierte Diener mit weißen Handschuhen, die euch dann den Orangensaft gebracht haben, oder nicht? Nee, das nicht, aber da war tatsächlich ein Mensch vor diesem Räumchen, der uns dann da reingebeten hat und uns Türen zugemacht hat und aufgemacht hat und so. Also, genau. Aha, da kommen die Rechercheergebnisse. Genau. YouTube. Aha, genau. Das wurde ja bei YouTube dann hochgeladen. Ich erinnere mich. Genau. Mitschnitte vom Burg- und Volkstheater. Ich denke, dass diese Links in den Shownotes auftauchen werden. Irgendwie. Genau. Und wie gesagt, Gewinner, also es gibt mal wieder einen Meister, weil es waren insgesamt ein Achterfinale am Ende und es waren 5 weiblich gelesene Menschen im Finale. Hui. Von denen 2 ins Finale gekommen sind und ein männlich gelesener Mensch und dann hat er natürlich gewonnen. Nein. Es ist ein Fluch, also es ist natürlich. Oh! Hallo! Ja, unsere Gleichstellungsbeauftragte meldet sich. Hallo! Aber ich habe mich sehr gefreut, dass er gewonnen hat, weil ich mag den wirklich sehr, sehr gern. Also ich kenne ihn auch schon seit Jahren und ich finde den wirklich, er ist einer von den netten Menschen im Slam.
Also war jetzt kein, der hat jetzt nicht gewonnen, um eine Quote zu erfüllen. Ja, ah, das sind so viele Frauen, wir müssen den Mann gewinnen lassen, ja, sonst sieht das doof genau aus. Nee, es ist immer der Mann. Es gibt eine einzige Gewinnerin, die hat 1999 gewonnen. Das ja, war die auch schon letzte. Ein bisschen her jetzt. Genau. Und die ist jetzt verschollen unwängst irgendwie. Ja. Hm. Ja, es ist, naja. Claudia, wir begrüßen dich ganz herzlich. Hallo Claudia, ich rede gerade über Minen. Pedal to the Metal gemacht und bis jetzt, der Sebastian hatte das ausgerechnet, eigentlich dürftest du noch gar nicht da sein. Also der hat ja... ja, Stunde Fahrzeit wurde so angegeblich zwischen... deiner Route. Ja. Also so, was waren es, 56 Minuten, sagte das Navi, plus relativ entspannt in die Wohnung gehen. Ich habe mir gerade noch was zu essen gemacht und bin dann an den Rechner. Ach, also alles gut. Wow. Ich habe gesagt, eine Stunde Fahrt vom Pölten nach Wien, aber dann in Wien 30 Minuten Parkplatz suche. Aber das ist dann doch nicht der Fall. Nee, Glück gehabt. Offenbar. Ich hatte genau Glück und es war genau einer und sogar auch direkt vor der Tür frei. Also ohne Zelt ausgekommen. Nicht so. Ja. Wir haben ja schon gedacht, dass jemand draußen quasi auf der Straße liegt und für dich den Platz frei hält. Es wäre eine Option gewesen, aber nein, musste ich nicht mal drauf zurückkommen. Also. Ja, super. Ja, schön, dass das geklappt hat. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch ganz riesig. Wir haben heute übrigens den 1. Dezember und ja, da gibt es die Sitte mit den Adventskalendern. Hast du einen und hast du irgendwas drin gehabt? Ich habe einen. Ich habe einen ganz klassischen Schokoladen-Adventskalender, auf dem draufsteht, mir doch egal, wie alt ich bin, ich will einen Adventskalender. Sehr gut. Und dann bin ich heute noch nicht einmal dazu gekommen, ihn überhaupt aufzumachen. Das heißt, ich habe morgen früh zwei Stückchen. Nein, du machst jetzt den auf und teilst dein, oder nicht? Jetzt ja, dann muss ich aber jetzt hier runtergehen. Die Erfahrung. Weil Vera hatte nämlich eine spezielle Erfahrung. Ich hatte ranzige Nüsse in meinem Kalender. Das klingt jetzt eher ungeil. Nee, das Tolle ist, durch die ranzigen Nüsse habe ich jetzt das Geld wieder bekommen und habe jetzt quasi einen umsonst. Ja, nee, also ich bin gespannt, ob die anderen Snacks, ja. Morgen gibt es schimmelige Chips. Morgen gibt es schimmelige Chips, und dann trockene Trauben im dritten Tag. Du kannst jeden Tag hingehen zum Umtauschen. Das wäre auch nicht schlecht. Nee, also ich habe, das Geld wird mir zurück. Ja, naja. Na toll, toll, toll. Das ist eher so ein Kalender, den man sich hier am 30. Oktober, wie heißt denn das? Halloween? Ja, Halloween, genau. Mit so alles, was ein bisschen bar ist. So. Naja. Also gut, du hast also einen und du hast noch nicht reingeguckt. Ja. Nee, ich habe tatsächlich noch nicht reingeschaut. Ja. So ernst. Ja, das ist ja auch so. Ich habe, also als ich noch früher solche Sachen hatte, am ersten Tag war das immer Adventskalender, Türchen aufmachen. Zweiten Tag auch noch. Aber so nach in der zweiten Woche oder dritten Woche war das dann irgendwann musste ja auch noch. Und dann so fünf Türen, damit man wieder auf den so fünf hintereinander so irgendwie und dann zum 24. hin war das fast nur noch lästig. Ich mache das immer so, dass ich die dann immer aufmache und dann so, ach ja, stimmt. Und dann komme ich von der Arbeit und das muss ich auch noch öffnen. Und dann den 24. mache ich immer erst am 26. auf, weil ich immer keine Lust habe, den ganzen Kalender mit zu meinen Eltern zu schleppen. Oder den früher aufzumachen, das geht nicht. Hier wird im Chat gerade gesagt, das könnte eine Marktlücke werden, Gruselkalender. Diese Halloween-Idee hat Shelter auch gehabt als Assoziation. Ich glaube, ich hatte die Idee, ich habe mich so geärgert, dass ich immer bis zum 1. warten muss und dann ist mir eingefallen, ich kaufe mir nächstes Jahr einfach auch zwei Adventskalender und fange einfach 48 Tage vom Heiligabend an, die aufzumachen. Oder nicht? Dann sehr schön. Also, ich glaube, so mache ich das. Ja, ich meine, jeder Monat hat 24 Tage. Ne? Da kann man auch 12 Stück aufhängen. Dann ist das halt der Januar-Adventskalender und der Februar-Adventskalender.
gehen geht das schon. Ich meine, ja. Grund, warum man Schokolade isst, findet sich schon. Das findet sich eigentlich immer. Apropos, guten Appetit. Moment. War das meine Nase? Na, Mahlzeit, ja. Ich knabber hier gepfiffen? Auch gerade an meinem Toast. Ja. Welcher Tag ist denn der 48. Tag vor Weihnachten? Ja, gute Frage. Ja, das muss ich dann noch ausrechnen. Kriegt man raus. Kann man mit Excel ausrechnen. Ja, oder einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm aus der Open-Source-Welt. Selbstverständlich geht das auch. Was meinst du, Claudia? Entschuldigung. Ich hätte jetzt einfach in meinen Kalender geguckt und zurückgerechnet, aber was weiß ich schon. Ja, man kann das auch einfach machen, aber schöner ist kompliziert, finde ich. Mit Elektrik und so. Ich hatte übrigens letztes Jahr einen Adventskalender, den ich geschenkt bekommen habe von lieben Menschen mit einem kleinen Synthi drin zum Zusammenbauen. Aber halt nicht zum Löten, sondern mit so einem Steckbrett, also so einem Breadboard halt. Der war auch cool. Synthesizer. Ja. Ja. Und ja, davor hatte ich einen vom Clemens zusammengestellt gekriegt, also vom Fellow Nerd. Der hat die quasi Teile besorgt und die Teile dann auf diese Tütchen verteilt. Und dann hatte ich einen tatsächlich zum Zusammenlöten für einen kleinen Röhrenverstärker. Das war toll. Sehr guck schön. Mal. Ich hatte auch dieses mal so Jahr aber Elektro. Schnöde Schokolade. Also so ganz, stimmt. Ganz klassisch. So richtig, richtig klassisch. Hatte auch mal so einen Adventskalender, ich glaube von Konrad. Da war so eine kleine Steckplatte drin und dann waren da jeden Tag so kleine Schaltungen, die man dann zusammenstecken konnte und jeden Tag gab es ein Element mehr, weil ich noch Leuchtdiode dazu und so und dann konnte das man immer wieder was Neues machen. Das war auch so, dass die erste Woche total begeistert, war ich total begeistert und irgendwann hat das dann wurde es auch ein bisschen umfangreicher und komplizierter und dann hatte ich einfach die Geduld gar nicht mehr. Gerade wenn man so abends nach Hause kommt und macht dann auf und dann fällt dann irgendwie so ein Teil raus, ach, jetzt, wo soll ich das denn noch lassen? Aha, Bedienungsanleitung. So und dann, ja. Das hat dann ja, und bei mir hat das nie funktioniert und dann war ich nach zwei Tagen und dann dachte ich mir, nee, Scheiße. Und dann habe ich es mit zum Potstock genommen und gesagt, hier, macht damit, was ihr wollt und dann musste ich es wieder mitnehmen, weil kein Mensch hat es interessiert. Weil ich dachte, wenn das Menschen interessiert, dann Menschen auf dem Potstock. Aber ja, das ist aber Sebastian nicht gezeigt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Hat sie dir das gezeigt, Sebastian? Kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Siehst du, du hast ihm das ja, nicht gut. gezeigt. Oh. Ja, na gut. Du würdest das doch nicht liegen lassen, oder? Muss ich mir dann anschauen. Nein, du musst nicht antworten. Alles klar. Nee, inzwischen ist es in die Küken-Sammlung quasi gewandert. Und ich glaube auch in die... Da, also die Kabel, die da drin waren und die Leuchtdioden, die habe ich benutzt, um die in die ISS zu bauen, die ich ja mal gebaut habe für Lars. Ach, du hast die gebaut? Ich dachte, das wären amerikanische Großkonzerne gewesen, aber vertue ich mich da auch. Ja. Genau, nein, ich meine die kleine Mini-ISS, die beim Reisebericht über den Köpfen hing von den allen. Die Kük-SS. Die Kük-SS, genau. Nee, das klingt nicht gut. Die Kü-ISS. Ja, das ist ja der Vorteil von so allgemeinen Teilen wie Leuchtdiode, die kann man halt in die Schaltung, in die vorgesehene Schaltung oder eben ganz nerdinenmäßig entgegen der Gebrauchsanweisung verwenden und irgendwo sonst wo einbauen. Man sieht einfach selber eine Schaltung vor, das geht dann schon. Ja, genau. Oder blinkende Herzchen oder was auch immer. Wie war das denn noch? Das gab es damals mal bei uns in der Schule. Da war ich nämlich nicht. Da gab es so ein was war das denn? Vielleicht war das die sogenannte Projektwoche. Kennt ihr sowas noch? Gibt es das heute auch noch? Projektwochen? Mhm. Also wir hatten auch immer Projektwochen, ja. Das war damals ganz neu. Ich habe da auch in der Schule löten gelernt, genau. Ja. Ich hatte in der Schule die Alu-AG. Alu-AG? Ja, wisst ihr, was die Alu-AG war? Wir mussten dann nachmittags nochmal in die Schule fahren und dann haben wir von den Menschen, die in dem Dorf wohnten, gelbe Säcke bekommen und dann mussten wir die aufreißen und dann die Aluminiumdeckel rausfischen, die da nicht reingehörten.
Das war die Alu-AG. Ich weiß bis heute nicht, warum es diese Alu-AG gab. Weil wir haben einfach nur den Müll von den Leuten irgendwie auseinandersortiert. Es war super ekelhaft, weil es gestunken hat wie Sau, weil da halt Joghurtbecher drin waren und Käse und Alu. Und dann mussten wir da, ich weiß gar nicht, ob wir Handschuhe anhatten. Es war widerlich. Ich weiß bis heute nicht, warum es diese Weißt du, wo das Alu geblieben ist? Nee, wahrscheinlich haben sie hat die Schule das teuer verkauft an irgendwelche Autohersteller oder sowas. Ja, also ich meine, das ist ja dann sortiertes, reines Metall, da kriegst du relativ gute Preise für. Ja, ja. Vielleicht hat sich euer Lehrer da ein kleines Zubrot verdient, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich weiß, wie gesagt, warum wir das, weil wir mussten dann irgendwie um 16 Uhr nochmal in die Schule fahren oder was, keine Ahnung. Ich weiß es bis heute nicht. Naja, Alu-AG. Löten habe ich nicht gelernt. Ich habe aber gelernt, wie man Körbe flechtet in der Ausbildung. Das ist auch praktisch. Ja, also gerade wenn es keinen Strom gibt. Ja. Ich kann es nicht mehr und die Lehrerin, die uns dazu gezwungen hat, das zu tun, weil wir haben alle keinen Bock drauf, die musste dann während der ganzen Abschlussfeierlichkeiten, die wir dann abgehalten haben, auf der Bühne sitzen und einen Korb flechten. Hat sie auch ganz brav gemacht. Nee, ich kann es leider nicht mehr. Wahrscheinlich hat sie selber gedacht, so mit, oh, super, ich muss bei den ganzen doofen Spielen nicht mitmachen. Ich kann einfach in Ruhe hier sitzen und meinen Korb flechten. Wahrscheinlich, genau. Wahrscheinlich genau das hat sie gedacht, ja. Nee, aber eigentlich würde ich jetzt gerne wissen, wie man Körbe flechtet wieder. Also, das ist das Blöde daran. Mit Anfang 20 konnte ich das nicht wertschätzen. Mhm. Naja. Es wird alles irgendwann mal wichtig, früher oder später. Aber bringt Claudia nicht auf die Idee, sonst übt sie das jetzt, nachdem sie jetzt King Zu durch hat, dann machst du den Körbeflechten und beim nächsten Treffen, wenn du da wieder mal nach Wien fährst. Ja, dann bringst du es mir wieder bei, ja. Machen das dann beim nächsten Podstock, ja genau. Ja, oh ja, Korbflecht-Workshop. Korbstock. Ja, hier, der Schelter schreibt schon mit. Der Shelter schreibt im Chat was mit von wegen Verkorbtheiten, finde ich auch gut, ja. Schlimmen Verkorbtheiten, oh Mann. Also, deine Schwester hat das gefallen. Das war witzig. Nee, es war fies. Ja. Ach so, dass sie die Lehrerin da zum Flechter und zum Flechten. Nee, das Fiese war, hat sie geschrieben zur Alu-AG, zu dem Gestank aus den gelben Säcken. Und das war ziemlich witzig, hat sie zu der Lehrerin. Ja, okay. Genau. Ich habe eine Weile nicht hingeguckt und schon, dann erklärt sich das so nicht mehr. Alles klar. Alles klar, alles klar. Ja, also das ist ja jetzt sehr spannend, dass Claudia sozusagen den Wien-Besuch kommentieren kann. Genau, wir haben nämlich auch zusammen gefrühstückt. Genau, das hat aber Claudia ja das letzte Mal schon erzählt, dass wir da schön. Ich musste es ja nicht mehr erzählen, ich hatte ja euch dabei. Also. Ja, eben, genau. Es war sehr schön. So, und dann sind wir ja noch das hast du nicht erzählt, wir sind ja dann noch in die Drogerie gegangen und haben uns einfach die 5 kostenlosen PCR-Tests geholt, die es da gibt für Menschen, die in Wien sind. Ach ja, genau. Und dann haben wir von den 5 Tests haben wir 2 gemacht, den Rest haben wir verschenkt an die Slam-Community. Die haben sich auch sehr gefreut. Genau. Ach, guck mal, ja, das wäre doch auch ein Adventskalender mit 24 Corona-Tests. Verschiedene Firmen, Ja, jetzt, ich habe ja gerade bei der Arbeit schon wieder Corona, da, Oh no. 3 Tests haben wir gemacht, stimmt, wir haben 3 Tests gemacht, ja. Ja, von Lotterie zu Adventskalender, so kann es kommen. Ja, genau. Ich dachte ja, als du gerade sagtest, du wärst in den Drogeriemarkt gegangen, dass du einen Schirm gekauft hättest, aber das war ja die andere Geschichte, genau. Nee, aber eine Maske habe ich mir gekauft, weil ich habe überall in Wien so schöne Masken gesehen, da dachte ich mir, bestimmt gibt es hier überall so schöne FFP2-Masken, ja, gab es nicht. Wie? So mit Blümchen drauf und mit krassen Farben und so. Und die habe ich überall da in den Bahnen gesehen, aber in den Läden nicht. Aha. Es gibt so ein paar Einzelläden auf der Marie-Helfer Straße oder sowas, wo dann halt so bunte draußen liegen. Mhm. Naja. Alles Importware. Ja. Aber Inga hat sich krass orangene Masken gekauft. Die waren, glaube ich, sogar eh in demselben Drogeriemarkt wie die Tests, wenn ich mich recht erinnere. Genau, ja. Das stimmt.
Siehst du, ich habe es umgekehrt gemacht. Ich hatte mir, als ich jetzt in Deutschland war, da bei Frankfurt in der Nähe, in Bad Vilbel. Bad Vilbel, ja. Genau, da habe ich mir eine graue Maske gekauft. Aber die habe ich selber gar nicht verwendet, sondern ich habe gerade dem Clemens dann gegeben gehabt, weil er gerade eine brauchte. Siehste. Stimmt, das hat mit dem Treffen auch nicht geklappt, ne? Naja, das nächste Mal dann, wenn du wieder hier in der Nähe bist. Na, das war überhaupt so eine Geschichte. Eigentlich wollte ich ja überhaupt gar nicht dort sein. Damit ja, genau, das Ganze hattest ja schon du. Genau, das hattest du in Wien schon erzählt, dass du eigentlich gar nicht da sein willst. Und dann. Genau. Ja. Ah ja. Genau, und dann war ich halt da, um. Also, es war so eine Vereinsveranstaltung von AutorInnen-Vereinigung und genau, und da habe ich dann einen Antrag gestellt, dass wir überhaupt hybride VVs und so weiter machen können. Aha, sehr gut. Damit ich nächstes Jahr eine Wahl habe, ob ich dort sein will oder nicht. Und alle anderen halt auch. Also, genau. Ja, sehr gut. Was willst du nächstes Jahr organisieren? Nee, irgendwie habe ich gerade nicht zugehört, glaube ich. hybride Veranstaltungen. Genau, hybride Vereinsveranstaltungen, also gerade halt das Ding, wo dann halt auch Wahlen sind und so weiter, also die Mitgliederversammlung selber und Buchmesse und so. Aha, okay. Also ja, verstehe. Dein Schreibberuf in genau. dem Zusammenhang, ja. Genau, hat in jetzt dem nichts Zusammenhang mit Club oder was zu tun? Ich nee. Hatte irgendwie gerade, glaube ich, die falsche Verdrahtung in meinem Hirn. Nee, alles gut, nein, andere Geschichte. Also, ja. Das war das andere. Ja, ja, okay. Genau, das andere Dings, was ich da auch noch so mache. Und ja. Erfreulicherweise wurde der Antrag auch angenommen. Also, ja. Wenn ich dir jetzt die Farbe Orange nenne, hast du da was für uns? Warte. Oh, pass auf. Nee, das ist doof. Moment. Nee, das ist auch doof. Welches Auto fahren Monster? Ein Monster Truck. Oh no. Okay. Wie teuer war das Buch? Alles klar. Das hat, wir waren beim Funheim in Leimen. Viele Menschen kennen diese Stadt von einem berühmten Tennisspieler aus den 80ern. An einem am Marktplatz, und da gab es einen Spielzeugautomaten, wo genau noch 4 Witzebücher drin waren, die jeweils 2 Euro gekostet haben. Du hast sie alle gekauft. Wir haben sie alle gekauft. Also die gehören nicht mir, die gehören dem Funheim. Und jetzt habe ich schon immer ein paar Witze vorgelesen beim Unterhaltungszimmer, jetzt hier und auch bei Funheim-Treffen, wenn wir uns da getroffen haben. Habe ich die Aufgabe bekommen, die Bücher mit nach Hause zu nehmen. Nein, also ich habe das Kürzeste losgezogen musste. Nein, Quatsch. Aber ja, jetzt liegen die hier immer neben dem Computer und dann kann ich immer Witze vorlesen. Okay, du bist also sowas wie diese, wie auf dem Kongress gab es auch so eine Telefonnummer, da konnte man anrufen, ja, ja. Und dann wurde ein Witz davor genau, erzählt. Philips Schlachtshotline. Richtig, genau. Ja. Das ja. bist du jetzt auch so, also du bist sozusagen die der Nachbau, mehr oder weniger davon. Genau. Nein, Nachbau, nein, das klingt so doof. Aber ihr habt die Idee aufgenommen und verfeinert, sagen wir es mal so. Genau, wir haben in Witzebücher investiert. Investment, genau. Ja, Investment, das ist es genau. doch. Ne? Wenn jetzt hier alle Bitcoin-Markt und so zusammenbricht, dann investieren wir in Witzebücher. Ich habe auch noch irgendwo eins. Das heißt, Herr Pastor hat auch Humor. Das sind alles so Pastorenwitze. Irgendwo. Ah, ja. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich das rausgekramt. Ich meine, ich hätte das vor einiger Zeit noch mal gesehen. Ja, wie immer. Man findet Sachen, aber man findet sie dann nicht wieder. Das ist im Internet so und das ist auch in der realen Welt so. Mhm. Aber Vera, du hast ja noch viel mehr erlebt. Du warst Was ja bei MidCorrect. Was habe ich denn noch erlebt? Ich war bei MidCorrect. Ach stimmt, das war tatsächlich noch vor Mallorca tatsächlich. Verrückt. Oh ja, kommen wir in der Chronologie ganz durcheinander hier. Chronologie. Okay, wir springen wieder zurück.
vor den Katamaran und wo es noch festen Boden, als du noch festen Boden unter den Füßen hattest, passierte Folgendes. Ja, jetzt muss ich gerade nur überlegen, wir waren in Stuttgart, war das, ja genau, in Stuttgart, da haben wir dann zum Beispiel den Jandalf aus dem Chat und Schiller ist jetzt nicht da, aber er war auch da, getroffen und ja, war sehr schön die Show. Natürlich konnten Inga und ich es nicht lassen, am Ende der Show da mitzuhelfen. Also wir hatten uns auch angeboten, mit aufzuräumen. Das wurde dann schon erledigt. Inga und ich haben mit T-Shirts verkauft. Also wir haben dann die T-Shirts, die sie mit hatten, sortiert und sind dann immer hingerannt, wenn sie sagten, wir brauchen eins in XL. Und dann, aha, die liegen da und hier, bitteschön. Ja, Merch-Shop. Genau. Merch-Shop betreut. Genau. Während die beiden dann halt Socializing betrieben haben und Fotos und so, haben wir dann halt uns um den Verkauf von T-Shirts und so bemüht. Also bezahlen mussten die Menschen dann noch bei den beiden, aber ja, wie wir es halt dann immer so machen, ne? Ja, ihr guten Seelen. Ja, ihr könnt ja die Arbeit nicht liegen anders lassen. Ja. Genau. Und dann sind wir abends noch zu Jandalf gefahren, haben da noch, genau, da habe ich nämlich auf dem Gästebett geschlafen. Was? Du hast auf dem Gästebett geschlafen? Hier werden ja die geheimsten Geheimnisse ausgeplaudert. Genau. Stimmt, der Herr Miniwirl war auch da, ja. Der hat mitgeholfen. Was? Auch. Der Sohn von... Der hat auch auf dem Gästebett geschlafen? Nein, der hat nicht auf dem Gästebett, der hat T-Shirts mitverkauft. Oder nee, der hat die Bühne aufgeräumt, während wir T-Shirts verkauft haben. Ja. Ja. Ich dachte, der hätte auch auf dem Gästebett geschlafen. Ich dachte, nein, was ist das denn? Da so eine Massenunterkunft? Ja. Wie so in der Berghütte. So 20 Leute in einem Raum. Genau, sowas ist denn jetzt hier eigentlich. Ich hatte irgendwie so ein Foto gesehen, wo die beiden Minkorrekten ihr Publikum begrüßt haben, also so am Eingang, und hat man so gedacht, wie viele Masken sehe ich denn da eigentlich? Und waren nicht kaum so viele. Nee. Die waren recht mutig, die Menschen, ne? Ja, also in Stuttgart war wirklich sehr, sehr wenig. Also wir waren so sehr, sehr, also wir, ja, also ich lasse uns mal die unteren 1% gewesen sein, die eine Maske getragen haben. Aha. Ja. Aber ist ja auch anscheinend gut gegangen. Also man hat jetzt nicht irgendwie, ich meine, du wirst ja vielleicht deine Corona-Warn-App da laufen gelassen haben. Ja, aber dann, da kam tatsächlich auch also lange nichts mehr gehabt. Ja. Außer doch im die Bahnfahrt, die haben reingehauen, ja. Ah, im Saal war Maskenpflicht, schreibt deine Schwester gerade. War Maskenpflicht? Nee. Im Foyer nicht. Ja, vielleicht wegen der Getränke. Wenn man Na, ist ja auch egal, es wäre jetzt auch kein Bashing machen hier oder irgendwie sowas. Es war mir nur so aufgefallen, das wäre für mich jetzt immer noch so ein Ding, wo ich dachte, also gut, wenn ich irgendwie in eine Gesellschaft gehe, wo ich dann tatsächlich Schulter an Schulter so mich bewegen muss und nicht ein bisschen Abstand lassen kann, und dann würde ich wahrscheinlich doch eher... Naja, also es stand zwar überall, dass Maskenpflicht war, aber ich habe ganz viele Leute ohne Maske da sitzen sehen. Also da habe ich mich ja auch die ganze Zeit noch innerlich drüber so echauffiert, dass die hier alle ohne Maske sitzen. Ja. Also sagen wir es mal so, es gab Maskenpflicht, aber die wurde nicht wirklich eingehalten. Ja. Nasenpimmel, genau, also ja. Das habe ich im Supermarkt jemanden mit Nasenpimmel gesehen, wo ich dann auch dachte, also was soll das denn jetzt? Du musst die Maske gar nicht aufsetzen, und wenn, aber dann doch vernünftig. Also das habe ich auch nicht verstanden. Aber ich mache mir inzwischen, an der Stelle habe ich mir Gedanken gemacht, aber inzwischen mache ich mir da jetzt auch keine Gedanken mehr drum. Ich habe meine auf, und dann sollen die anderen machen, was sie dann für richtig halten. Also das ist vergebene Mühe, da jetzt noch irgendwie großartig drüber nachzudenken. Ja, eben. Ich habe auch resigniert, ja. Jo. Genau, das war mir korrekt. War denn die Show überraschend? Hatte es denn überraschende Momente, oder hast du so gesagt, na, das ist doch jetzt der Trick 17, den kenne ich schon, und mit Stickstoff war eine Rakete fliegen lassen, habe ich auch schon gesehen, und oder war das alles neu? Es waren auch neue Sachen dabei, auch mal ein paar Versuche, die tatsächlich auch mal geklappt haben,
so. Och nein. Genau, das war vielleicht das Überraschende. Es waren auch Versuche dabei, die mal geklappt haben. Das ist aber jetzt schon ein bisschen böse. Nein, aber das ist ja so. Also normalerweise klappt doch immer alles. Ja, immer alles, ja. Bis auf die paar wenigen Show-Elemente, die einfach zeigen, dass es auch nur Menschen sind. Ist doch klar. Ja. Genau. Nee, also es war sehr, sehr lustig teilweise, sehr, es war schön, genau. Also, ja, prima. Ja. Heute habe ich einen 4 Minuten bildkorrekten Beitrag gehört, wo ich aber leider erfahren musste, dass jetzt die heutige Episode ausgefallen ist und auch die nächsten beiden Bühnenshows ausfallen, weil der Nikolas wohl kränklich ist, wie Reinhard sagte. Das ist natürlich unschön. Also von dieser Stelle hier ganz, ganz liebe Genesungswünsche nach Gelsenkirchen. Genau, gute Besserung. Dass wieder ich schnell besser gut, wird. Dass jetzt die Shows ausfallen, weil das erhöht die Chance, dass ich vielleicht mit doch noch die Show in Mainz angucken kann, die jetzt ausfällt. Also die ist aber die war doch ausverkauft. Ach so, ja, weil wenn ein Termin verschoben wird, können nicht alle Leute. Genau, dass dann Karten abgehen. Oder dass ich einfach irgendwie, genau, einfach hinfahre und gucke, ob jemand eine Karte zu verkaufen hat oder so. Aber wahrscheinlich, also es erhöht die Chance, dass ich an dem Ersatztag Zeit habe und dass da auch noch Plätze frei sind. Und zur Not, wir haben da früher in der Location, wo die auftreten, einen Slam gehabt. Also ich weiß, wo der Hintereingang ist. Ich könnte mich da also einfach reinschleichen. Nein, Quatsch. Du kannst dich einfach an den Merch-Tisch stellen als Verkäuferin. Genau. Und dann bist du ja auch drin. Da ist das stimmt, ist sogar gut begründet. Du gehörst dann zum Team. Das stimmt, ja. Das könnte ich natürlich auch machen. Kriegst dann so eine VIP-Karte umgehängt. Der Chef da von der Location, der kennt mich auch noch, wenn ich einfach sage, ja, ich helfe ihm mit, wie beim Slam auch. Dann klappt das schon. Ja, guck mal, dann ist das doch gar kein Problem. Lass sie rein, die ist persönlich bekannt. Genau. Ja, guck mal. Okay, also Mincorrect ist eine Empfehlung. Ja, die Show. Geht dahin. Kann man sich angucken. Kann man lernt sich angucken. Was. Ist auch lustig. Ja. Gut. Dann hast du erzählt, du hättest noch die Tante aus dem Sendegarten getroffen, die so ein Buch über Podcasting geschrieben hat. Die Einzige, die mir einfällt, ist Larissa. Aber war das die oder jemand anders? Nein, Claudia habe ich zum Frühstück getroffen. Jetzt bin ich wieder schuld. Die ist wieder schuld. Warum habe ich das denn nicht durchschaut? Oh Gott, wie stumpf kann man denn sein? Oh, ja. Die Tante aus dem Sendegarten, ja natürlich. Larissa war ein einziges Mal da, aber die hat halt auch ein Buch geschrieben über Podcast. Aber die andere Tante ja auch. Ja, die andere Tante auch. Und Tante ist für mich ein positiv besetzter Begriff. Genau. Für mich auch total, weil ich kann nämlich die ganzen Patenkinder abends wieder abgeben. Ja. Ja, das ist total großartig. Ja. Kinder sind toll, wenn es nicht die eigenen sind. Ja, ich verstehe schon. Oh Mann. Ich dachte, das ist irgendwie. Ja. Genau, und wir konnten sogar draußen sitzen und das war sonnig. Ja, es war halt Anfang, was war für ein Monat? Anfang November. November war es schon, stimmt. Ja, es war Anfang November. 1. oder 2. November. Draußen, wir konnten draußen sitzen. Das war echt ein bisschen erschreckend auch. Ja, das war da habe ich, glaube ich, euch auch noch gesagt, ne? Meine Mutter hatte sich irgendwie einen Tag vorher gemeldet oder ein oder zwei Tage vorher, wo es nochmal so richtig heiß war in Deutschland, wo meine Eltern, irgendwo da in der Pampa im Vorharz 32 Grad in der Sonne hatten. So, what the fuck? Also. Ja, ich weiß doch, als ich da auf Mallorca saß und dann immer aufs Thermometer geguckt habe in Deutschland dann und habe dann gedacht, so jetzt fliege ich nach Mallorca, um es nochmal warm zu haben. Und dann ist es genauso warm auch in Deutschland. Also, es war ein bisschen gruselig. Mhm. Ja, willkommen in der neuen Realität. Naja, nee, aber das Frühstück war gut. Das Frühstück war sehr lecker. Ich war ein bisschen, dann hatte ein bisschen Futterneid, weil Ingas Frühstück war auch nicht so schlecht. So. Naja. Genau, und hinterher ist immer Schokolade dann kaufen gegangen. Ja. Ja. Genau, ich habe ja die vegane Schokolade dann doch jemand anderen geschenkt. Nicht meiner Nachbarin. Naja. Naja, nun. Kannst du die nicht leiden oder warum? Nee, ich wollte eigentlich der Nachbarin, weil die sich um Pakete von mir gekümmert hat und so, aber ich habe die seitdem nicht gesehen und dann habe ich es lieber meiner
veganen Kollegin geschenkt, die konnte Aufmunterung gebrauchen. Und dann habe ich mir gedacht, ach so, nee, nicht, weil die nicht, also ja, also ich habe es jetzt so gedacht, ja, du hast Schokolade, von der du weißt, dass du sie nicht magst, so, weil sie eben vegan ist, ne? Da fehlt mir irgendwie der Kick und dann schenke ich die halt weiter, dann bin ich los. So hast du gar nicht gedacht. So schlecht, genau, wie ich gerade denke, hast du gar nicht gedacht. Nein. Okay. Ich hatte diese Schokolade eigentlich meiner Nachbarin mitgenommen und ich wusste nicht, ob sie vegan ist. Deswegen habe ich lieber vegane Schokolade gekauft. Und dann habe ich die aber doch lieber der veganen Kollegin geschenkt, weil... Die vegane Kollegin ist auch. Ja. Sind Sie aus Fleisch und Blut? Nein, ich bin vegan. Und dann sind wir ja noch weitergegangen. Dann kam ja noch der Exkurs zu dem, ja, zum Maskenkauf, beziehungsweise hier zum Testkauf. PCR-Test. Und dann sind dann wir ja nochmal noch weiter. Zum, wo zum sind wir? Dann sind wir zum Stephansdom. Was dann? Was? Heißt hinter doch dem Stephansdom lang, da ist gesagt, wo das Teehaus ist. Genau, da sind wir dann danach rein und dann haben wir uns doch hier die Stelle angeguckt, wo der Augustin aus dem Lied auch und so. Genau. Moment. Der Odo lieber Augustin, ja, alles ist Wien oder was? Ja. Und das hat Bezug zu Wien, zum Stephansdom? Mhm. Kleine Kultureinlage. Also ich habe gelernt, dass Odo lieber Augustin ist nämlich eigentlich gar kein Kinderlied, sondern zählt tatsächlich wohl zu den Wiener Liedern. Und es geht ja um jemanden, ne? Odo lieber Augustin, alles ist hin, Geld ist weg, Rock ist weg und so weiter. Und zwar geht das wohl zurück auf einen betrunkenen Menschen, potenziell Obdachloser auch, der damals für tot gehalten wurde zu Pestzeiten und dann tatsächlich vor dem Stephansdom war ja dann halt zu Pestzeiten quasi der ganze Boden einfach offen und halt eine riesige Pestgrube, wo die Leichen halt einfach nur noch so reingeworfen wurden. Deswegen war ja der Stephansdom wohl auch ein paar Jahre außer Betrieb, weil man da drinnen keinen Gottesdienst mehr feiern konnte wegen der Geruchsentwicklung. Und der Augustin, die Person ist dann halt aber morgens doch wieder aufgewacht in dieser Pestgrube, hat beschlossen, ich bin gar nicht tot und ist wieder rausgeklettert. Aber sie haben ihm halt vorher alles weggenommen, ne? Weil wenn man jemanden tot in eine Pestgrube wirft, dann braucht er natürlich da seine Jacke, sein Geld und so weiter nicht mehr. Und deswegen, und Augustin ist deswegen hier halt auch die Obdachlosenzeitung. Also so heißt hier die Obdachlosenzeitung beispielsweise. Guck an. Ja, und da gibt es halt so ein quasi so ein Denkmal. Das ist in der Nähe vom Stephansdom, in der Nähe von der orthodoxen Kirche, um genau zu sein. Daneben ist dann auch so die eine der ältesten Gassen Wiens, sehr, sehr hübsch und beschaulich dort. Mhm. Und das Haus, da kann man dann auch so reingehen, das hat so einen ganz, ganz schicken Innenhof, so alte Wiener Stadthäuser, Innenhof halt. Und da gibt es halt eben dieses Augustin-Denkmal und da kann man wie in so einen Wunschbrunnen halt auch Geld reinwerfen und das geht dann hier auch tatsächlich alles in die Obdachlosenhilfe, zumindest soweit ich informiert bin. Okay, genau. Ich habe hier gerade den Songtext. Also es wird tatsächlich hier als Kinderlied auf YouTube oder wo auch immer verbreitet, aber das steht tatsächlich sowas wie alles ist hin und selbst das reiche Wien hin ist's wie Augustin, weint mit mir im gleichen Sinn, alles ist hin. Alles ist hin, jeder Tag war ein Fest, jetzt haben wir die Pest, nur ein großes Leichenfest, das ist der Rest. Alles ist hin, Augustin, leg nur ins Grab dich hin, oh du lieber Augustin, alles ist hin. Schönes Kinderlied, wirklich, sehr kinderfreundlich. Fürs morbide Wien passt es dann wieder. Ja, aber, natürlich, aber die Kinder auch schon, sind die auch schon so morbid? Werden die so geboren? Früh fängt übsig oder so. Ich weiß es nicht. Wenn ich die kennenlerne, dann sind sie halt meistens irgendwie so 10, 12 Jahre alt und irgendwo in einem schulischen Kontext. Von daher kann ich da zu vorherigen Jahren wenig sagen.
Ich gucke gerade, das Taubenvergiften-Lied, ist das auch das aus Wien? Das war Georg Kreisler. Ja, das ist auch ist von auch Wiener, ne? Mhm. Ja. Es gibt auch, wie schön wäre Wien ohne Wiener? Auch von Georg Kreisler. Oh, wei, wei, wei. Ja, aber mit Kinderliedern ist ja sowieso, ich habe letztens, wie war das denn? Schlafkindchen, Schlaf. Das ist ja auch, ne? Pommerland ist abgebrannt, Vater ist im Krieg und so weiter. Und das war, ich hatte eine, war das eine Doku oder eine Aufbereitung von Weltkriegsszenarien, wo es tatsächlich gerade um Pommern ging und die Leute, das, also die waren gerade mitten im Krieg und dann haben die das gesungen und da blieb mir echt so das Singen oder die Luft im Halse stecken, weil es nicht nur einfach ein belangloses Kinderlied ist, sondern das hat einfach die ganze Situation geschildert und die, in ihrer ganzen Dramatik ist mir noch nie so klar geworden wie in diesem Augenblick. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was singt man manchmal so für Sachen in aller Naivität, die fürchterliche Inhalte eigentlich haben. Darf man gar nicht drüber nachdenken. Oder vielleicht sollte man drüber nachdenken, bevor man das tut. Das ist natürlich nicht falsch. Dringend sogar, ja. Also um da vielleicht auch die Metaebene aufzumachen. Lass uns eine höher. Oder ein Stockwerk tiefer. Also kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Aber, ja, bei den Wienern lass uns lieber die Stiege nach unten in diesen dritte Mann. Da, die, in die Unterwelt. Ja, also ganz kurzer Exkurs dazu. Also in Wien, weite Teile des ersten Bezirks, also das, was innerhalb des Rings ist, also da, wo halt so die Ringbahn drumherum fährt und wo dann hier auch das Burgtheater und das Rathaus und die Uni und so weiter, also, also rund um den Ring. Alles da drin auf der Innenseite ist mehrstöckig unterkellert und das Haus, in dem ich zuerst gewohnt habe hier in Wien, das war so an der Grenze 1. Bezirk, 8. Bezirk, so hinterm Rathaus, das hatte tatsächlich auch mehrere Kellergeschosse. Waren allerdings auch tatsächlich abgesperrt, also man konnte nicht mehr einfach runtergehen. Aber da ist ja die Sage, und jetzt, da muss ich jetzt allerdings auch sagen, wer es besser weiß, bitte gerne korrigieren. Aber es heißt ja, dank dieser mehreren Kellergeschosse ist ja dann halt auch die Türkenbelagerung die zweite, ich weiß gerade nicht ganz genau, dann tatsächlich auch durchbrochen worden, weil sie halt dann quasi durch die Keller eben weiter runtergehen konnten Richtung Donau, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, und konnten dann halt die Angreifenden von außen gegen die Stadtmauer stellen. Wow. Genau. Aber das heißt, also ganzes Kellersystem dann. Es ist nicht nur der Keller gehört zu dem einen Haus, sondern die sind irgendwie verbunden dann. Genau. Also da gehören die Katakomben und so weiter, wo man bei dieser Stephansdomsführung reingehen kann, die gehören da auch alle an dieses System damit dran. Also kommt man jetzt auch nicht mehr einfach so rein, weil teilweise Einsturz gefährdet und so weiter und so fort. Ja. Also es ist jetzt nicht unbedingt Spaß und Spiel und Dollerei da drin rumzukriechen, aber genau. Also das gibt's alles noch. Und es gibt hier in Wien auch tatsächlich noch beispielsweise in dem Haus, auch wo das Metalab drin ist, gibt es unten halt auch noch alte Kohlenkeller. Also wo wirklich noch so ein alter, verlassenes Kellerabteil, wo halt tatsächlich einfach auch noch so hüfthoch Kohlen drin liegen. Ja. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal den Marc Benecke angeschrieben und habe gefragt, sag mal, wie sieht denn das eigentlich aus, so Aktivkohlefilterung, wenn man da jetzt eine Leiche reintun würde? Also so als Krimi-Autorin halt. Ja. Nur, muss ich ja immer dazu sagen. Als nur literarisch, natürlich. Genau. Krimi-Autorin. Genau, und es gibt dazu wohl, oder zumindest was er damals geantwortet hat, keine Forschung, weil es einfach keine Kohlenkeller mehr gibt, um das noch rauszufinden. Also, aber in Wien, okay. Ja, hier gäbe es noch welche und ich habe jetzt in einem historischen Roman, der unfertig in der Schublade liegt, tatsächlich auch eine Leiche in einen Kohlenkeller gelegt. Also so 1890 in rum, genau. Ja. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Das ja, so wir waren zwei Keller und einer war nur für Kohle, ja. Ja, genau. Das waren ja meistens auch diese Schüttkeller, also wo von außen dann halt so ein schräges Kellerfenster
war, wo man halt quasi die Anlieferung einfach so direkt reinschütten konnte. Ja, ja. Der moderne Kohlenwagen, der hatte so ein Förderband, das konnte dann da irgendwie geschickt positioniert werden. Da war ich immer als Kind total begeistert, weil das Ding auf dem LKW drauf, das war so V-förmig und dann lief das alles nach unten in die Ritze zusammen und dann führt dem Förderband dann in den Keller rein. Oh, schon schick. Da musste man nur noch das, was daneben gefallen ist, und das war nicht wenig, musste man dann da reinschippern. Aber es gab auch die andere Variante, dass der Kohlenmann einfach einen großen Haufen neben das Haus gelegt hatte und dann musste man dann irgendwie da rein, also großen Haufen Kohle, um es präzisierter zu sagen. Und dann musste das dann da reingeschippt werden. Mhm. Ja, und dann hatte man nur seinen Kohlenvorrat. Das war ganz normal irgendwie. Kann man sich heute auch nicht mehr so richtig vorstellen. Also ich kann mir das nicht mehr so richtig vorstellen. Obwohl, ich kenne das doch von meinen Eltern und von meiner Oma, die halt früher eine Ölheizung hatten, wo dann halt der LKW kam mit dem Öl. Also das war jetzt das weniger spektakulär. Das war moderner, genau. Die hatten immer so eine Gießkanne, wie für Gartenblumen hatten die einfach voller Öl und dann, das roch immer ein bisschen streng. Also das waren diese kleinen Öfen oben, genau. Ja. Kenne ich auch noch. Aber war natürlich viel einfacher zu handhaben, also so Kohleofen, da hast du schon einiges zu tun, also schon musst du dich schon ein bisschen kümmern um so ein Ding. Ja, und heute dreht man einfach nur am Thermostatventil und guckt, dass es nicht wärmer ist als 19 Grad. Genau, ja. Macht auch weniger Feinstaub als Kohle oder Holz. Hoffentlich, ja. Mhm. Aber durch die Wohlstandsöfen riecht es ja trotzdem immer noch nach Holz überall. Wir haben hier einen in der Nachbarschaft so quer und da bin ich immer schon froh, wenn der trockenes Holz verbrennt. Ich habe mir das Gefühl, der schmeißt da immer ganz frisches Holz rein und dann stinkt die ganze Umgebung. Nur anscheinend da, wo der Dreck aus dem Kamin kommt, der ist irgendwie davon unberührt. Aber es ist, das ist wirklich, das ist für das damals im Ferienlagergefühl, ja. Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht. Genau. So, wir waren eigentlich auf dem halben Weg zu einer Metaebene von, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Oh, ja, Gott. Ich wollte noch erzählen, dass das Inga und ich den Fanclub für den Nordturm des Stephansdoms gegründet haben, weil immer nur der Südturm, ist das der Südturm oder andere? Weiß ich nicht. Ist ja auch uninteressant, der andere Turm, weil der Nordturm, das ist der spannende Turm. Das ist der nicht existiert, ja? Das ist was, der hat ein Dach. Ich schicke mal gerade einen Link, da sieht man den Nordturm. Team Nordturm. Jawohl. Da ist die Glocke drin, die große, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Pummerin, die große Pummerin. Pummerin, genau. Das ist das die Ding, was er angeworfen. Die drittgrößte schweifend geläutete Kirchenglocke Europas steht da bei Wikipedia. Das ist das Ding, was sie in Anführungsstrichen versehentlich angeworfen haben, als mal eine Wahlkampfveranstaltung der Rechten auf dem Stephansplatz stattgefunden hat. Ja, genau. Ah, stimmt. Oh, wir finden den Schlüssel nicht. Versehentliche Wartungsarbeiten, ja. Oh, ja. Aber guck den Link an, der Nordturm. Ist er nicht hübsch? Der Kannst du es nochmal ins Signal werfen? Ich komme gerade drauf, ich habe schmählicherweise den Chat noch gar nicht an. Also sowas. Ist denn, oder mal, ich habe hier Stephansdom Westansicht. Das kann doch nicht der Nordturm sein, oder? Sehe ich den im Westen? Ich habe den Link. Den man so mitdreht. Turm nicht von allen Seiten? Ja, also steht auf, neben dem Gebäude. Wikipedia ist nicht die Westansicht, sondern das Bild, was drunter ist, Ostansicht mit dem Albertinischen Chor und dem nicht fertiggestellten Nordturm. Da. Ja, also das dieses, ist ja nicht toll mit dem Dach, mit dem das Dach ist auch so. Ich finde das großartig. Diese grün-kupferne Mütze? Ich finde es großartig, den Turm. Ich finde den viel schöner als den anderen. Ach, jetzt sehe ich das erstmal. Also der ist vom Grundriss her so breit wie ein normaler. Und ist irgendwann so ab... Der wurde dann nicht zu Ende gebaut und dann wurde einfach ein Dach. Ab 30 Metern oder so, genau. Dann einfach so ein, großartig, so ein viel kleineres super. Ding da oben drauf gesetzt.
Ja, das ist schon putzig. Und der sieht halt nicht mal aus wie das andere Dach irgendwie, sondern halt so komplett anders. Ich finde es toll. Team Nordturm. Ja, als wäre ihm ein kleines Hütchen aufgesetzt worden, schreibt Inga. Haben sie irgendwo gefunden. Wahrscheinlich. Haben sie irgendwo gefunden. Und dann da oben drauf gesetzt. War gerade wo über. War gerade wo über, ja. Genau, der war gerade wo über. Irgendwo in der Eisdiele oder so. Und mir ist derweil wieder eingefallen. Ich glaube, wir waren eigentlich gerade bei Liedern und Liedtexten und was man manchmal einfach so vor sich hin singt, ohne mitzukriegen, worum es eigentlich geht. Ich hatte tatsächlich mal einen Ex-Freund, der hat alle möglichen sehr, sehr, also vom Text her wirklich sehr strange Lieder richtig laut gemacht und hat die, also wirklich richtig laut aufgedreht immer und fand die immer total großartig. Und irgendwann habe ich mal gefragt, sag mal, kriegst du eigentlich mit, was die da singen? Also ich meine, kriegst du mit, worum es geht in dem Lied? Ich meine, das geht doch nicht. Also kannst du nicht so laut und mit voller Begeisterung dieses Lied. Ach so, ich höre da nie hin. Ich finde einfach die Melodie und den Rhythmus toll. Ja. Und das war so ein Ding, das hat mich so schockiert. Also wirklich schockiert. Weil uns ganz häufig überhaupt nicht bewusst ist, was wir uns damit überhaupt alles für Gedanken ins Hirn holen, die sich dann da vielleicht irgendwo festsetzen, wo wir dann vielleicht einfach 10 Jahre später nicht mal wissen, woher irgendeine Idee, eine Überzeugung oder sonst was gekommen ist. Mhm. Ja, einfach Dinge, die halt oft genug wiederholt worden sind. Ne? Ja, das kann sein. Und ich meine, ja, auch dieses alte deutsche Volkslied gut, da ist ja auch inzwischen ganz viel braun durchgefärbt. Also das ist ja schade. Also kann man ja fast gar nicht, also muss man wirklich genau hingucken, was man davon noch singen darf oder will oder auch nicht. Also dürfen darf man schon, aber wollen, ist ja doch die Frage. Was will man denn da eigentlich für eine. Das ist ja so ein bisschen, dass man sagt, ja, die Nazis haben uns sogar die Volkslieder geklaut. Ja. Wobei ich mir dabei halt auch immer schwer tue, also gerade jetzt halt auch als Autorin wieder, ne, mit dem, inwieweit lassen wir uns dann halt auch unser Spielfeld wegnehmen. Also Spielfeld es in das Ding, womit wir tatsächlich arbeiten. Ne? Also wenn jetzt uns die Sprache da weggenommen wird und gesagt wird, das darfst du nicht mehr sagen und das darfst du nicht mehr sagen und das darfst du so nicht mehr sagen und das darfst du nur noch in dem Zusammenhang sagen, dann wird das halt irgendwann auch einfach schwierig. Und ich frage mich, und das ist jetzt aber auch wirklich als Frage gemeint, ist, also ich habe da keine finale Antwort und auch keine finale Meinung zu, aber dieses, ist es eine kluge Idee, dass jetzt einfach alles nicht mehr zu sagen, nicht mehr zu schreiben, quasi in Anführungsstrichen denen das Feld zu überlassen und sich derweil was anderes zu suchen oder so. Oder wäre es nicht klug, da dann halt vielleicht Resistance zu machen und zu sagen, nee, sonst dürften wir jetzt auch nicht mehr Muttertag feiern, nicht mehr Autobahn sagen, was jetzt vielleicht ohnehin gar keine so unkluge Idee wäre. Und die ganzen anderen Sachen halt auch nicht, weißt du? So, ja. Da bin ich halt auch wirklich am Rätseln. Also, Ja, ich verstehe. Ja, gerade weil du ja, das ist ja für dich das Material, mit dem du deine Werke schaffst. Und dann ist es natürlich schon schwierig. Ne? Ja, genau. Und wenn du dann halt irgendwie auch noch irgendwie blöd angefuckt wirst von jemandem mit, jetzt darf man Lebensraum auch nicht mehr sagen, weil Projekt XY, das die Nazis hatten in irgendeiner Pampa bei sonst wo, das eben irgendwie so geheißen hat und bla, wo ich dann auch denke, so, ja, aber es ging eigentlich gerade im biologischen Kontext um Bachstichlinge so, war dann so ein ganz knifflig, ganz, ganz knifflig. Ja. Ja, kann ja jetzt nicht jedes Wort, was da, was weiß ich, du nimmst eine Rede von Hitler und nimmst jedes Wort, was er gesagt hat und sagst, das ist aber jetzt eingefärbt und das können wir nicht mehr benutzen, dann bleibt uns ja nicht mehr viel übrig, weil er doch ganze Sätze gesprochen hat und wenn man solche die ganze Sätze dann nicht mehr sagen darf, das macht das irgendwie wenig Sinn. Wenn man natürlich einen Begriff, der aufgeladen ist mit einer Ideologie und wenn der halt Gefahr läuft, dass er halt
in dieser Ideologie interpretiert wird, weil unklar ist, wie hat die Autorin das denn jetzt gemeint, dann ist es vielleicht sinnvoller, diesen gefährlichen Begriff zu vermeiden. Aber da bin ich ganz bei dir. Ja. Wenn eindeutig klar ist, was gemeint ist, weiß nicht, dann kann man das schon. Aber klar, ich verstehe schon, diejenigen, die nach Schlamm suchen, um auf dich zu werfen, die werden natürlich da dann begierig zuschlagen. Das ist natürlich klar. Ja klar, aber da ist jetzt dann, wie gesagt, auch die Frage, und da, auf die ich eben keine Antwort habe, mit was, wie kann, soll und sollte vielleicht Mensch damit umgehen? So. Ja, gute Frage. Schwierig. Unklar. Ja, schwierig, schwierig. Ja. Ja, können wir leider nicht beantworten. Vor allem, also das Level danach, es sind ja dann halt diese so Sachen mit, dürfen weiße Menschen überhaupt Charaktere schreiben, die anders sind? Also beispielsweise die People of Color sind, die amerikanische Ureinwohner sind, die InderInnen sind oder was auch immer, ja. Und da kommst du dann halt irgendwann an die Grenze mit, ja, aber dann schreibe ich demnächst Bücher, in denen nur noch weiße Frauen der Mittelschicht vorkommen. Ja, dann müsstest du ja noch konkreter, also du müsstest ja dann sagen, wo nur noch ich selber drin vorkomme. Ja, du steckst doch auch nicht in dem Charakter deiner Nachbarin oder deines Nachbarn drin. Auch wenn die vielleicht ähnlicher sind und weil die ähnlich sozialisiert bist wie du. Weißt du doch trotzdem nicht, wie die ticken. Also, und da finde ich dann auch, beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, wenn man also sagt, ja, ich kann ja nicht über Indigene schreiben, weil die ja so anders sind. Aber gleichzeitig sagen wir wollen die Andersartigkeit überwinden. Also das, dann macht man ja doch wieder einen Unterschied auf, wo man eigentlich sagt, ja, wir sind doch aber doch eigentlich alles vom selben Stamm sozusagen. Selbst diejenigen, die man früher für eine eigene Rasse gehalten hat, stellt sich raus, ist gar nicht. Ist nur ein Dialekt der Variation von Genen, die wir halt in uns tragen. Ja. Und dann ist es, ja, sonst geht es doch überhaupt nicht. Du kannst doch sonst wirklich nur aus deiner Ich-Perspektive, dann bist du nur beim Ich-Erzähler und nur bei der echten Claudia. Das ist doch alles, sonst geht ja gar nichts. Und bei Diskussionen dann tatsächlich mit People of Color, also Women of Color konkret, war dann halt auch das Outcome so, nee, das ist schon in Ordnung, wenn auch weiße AutorInnen halt über People of Color schreiben, solange es halt in einem respektvollen Environment passiert. Ja. Na, also es hilft ja nicht, quasi das alles eben dann auszublenden, sondern es sollte ja eigentlich genau eine Beschäftigung damit stattfinden. Aber das waren jetzt eben, wie gesagt, ein paar Gespräche, die ich da geführt habe, eben mit Menschen. Also anekdotische Evidenz, also wo wir uns da dann gesellschaftlich hinbewegen, ist dann halt die nächste Frage, wenn wir das eine nicht mehr schreiben können und das andere nicht mehr schreiben dürfen und das dritte dann vielleicht auch nicht mehr, dann dürfen wir demnächst nicht mehr über Männer schreiben, oder männliche Charaktere haben etc. pp. Und dann wird es halt irgendwann langweilig. Ja, das führt ad absurdum. Ich meine, ich nur noch über Schafe und Katzen. So. Ja, wenn eine afrikanische Autorin, die in einer schwarzen Community lebt, wenn die jetzt ein Buch schreibt und da ist jetzt da ist ein ganz, ganz unangenehmer Charakter und das ist nun ausgerechnet ein Weißer. Ne? Und dann wird so konnotiert, ja, die Weißen, die können sich alle nicht benehmen oder das sind alles, Verbrecher und Gangster. Dann würde man ja auch sagen, ich als Weißer, es gibt aber auch andere, hallo, sind nicht alle so. Ja genau, und umgekehrt eben genauso. Einfach, ich drehe das manchmal so einfach um. Ne? Also stelle mir manchmal vor, ich bin die einzige Weiße in einer Kantine, wo nur schwarze Menschen sitzen. Und natürlich gucken die mich an, weil ich irgendwie anders aussehe. Nein, ja, weil du Ketchup am Hemd hast. Oder weil ich Ketchup am Hemd habe. Ja, genau, kann auch sein. Ne, gleiche Sache umgekehrt. Ne? Das ist dieses Klischee von, dann war es halt der Ureinwohner, der Indigene, der die, keine Ahnung, was auch immer angezündet hat oder was auch immer. Ne? Was man furchtbar. In den Serien und Filmen und so weiter und in den Büchern halt so hat, wo ich mir auch denke, so, nee, einfach nein. Wahrscheinlich war es halt der gelangweilte weiße Junge, dem nichts Besseres eingefallen ist.
Ja. Und einigen ist es völlig egal, ob das Arschloch eine weiße Haut hat oder eine schwarze oder eine rote oder eine gelbe. Arschloch ist Arschloch. Also das ist völlig klar. Das ist richtig, ja. Ne? Ist doch wurscht. Was kommt doch nicht auf die Verpackung drauf an, sondern einfach, was drin ist. Mhm. Also, naja. Ja. So, wir gucken auf die Uhr. Wir haben noch wenige Minuten und wir sollten vielleicht noch eine gute alte Tradition, nämlich die der Blütenschätze, abfragen. Oder abfragen, klingt so nach Schule. ausleben. Pflegen. Jawohl, Traditionen werden gepflegt. Das so. War das Wort. Oh! Ui! Also wo du Tradition gesagt hast, konnte ich nicht verstehen. Hat der Finger magisch gezuckt. Super, wir haben einen Trainer. Juhu. Ja, dann frage ich doch mal einfach fröhlich in die Runde. Hat denn jemand ein Blütenschätzchen? Vom Lars weiß ich, dass er. Was, ist er denn wieder da? Er war ja, doch mal ja, eben kurz weg. Ach, da ist er wieder da. Gut. Mhm. Ich frage doch mal, Vera, hast du ein Blütenschätzchen? Zum Beispiel Katamaran fahren oder so? Mein Blütenschatz ist jetzt einfach der Nordturm vom Stephansdom. Jawohl. Ah, der mit dem grünen Hütchen. Wie schön. Der mit dem grünen Hütchen, genau. Gut. Tja. Fein. Genau. Nee, was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Die ganze Wien-Reise, das war. Aber Stephansdom, Nordturm. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Sehr schön. Claudia, hast du einen Blütenschatz? Außer Zwillingsbesuch aus Deutschland. Der war großartig. Der war richtig, richtig großartig. Das Frühstück war auch richtig gut. Genau. Ja, ich komme eigentlich gerade von meinem. Also ich war ja, also gestern war die Ausstellungseröffnung in St. Pölten, DigiDig für digitale Diktatur. Und da war, wie gesagt, gestern war die Ausstellungseröffnung, da haben sie mich dann unvorsichtigerweise auch an ein Mikro gelassen und ich durfte dann ein bisschen was dazu sagen über das Buch, das ich zu dieser Ausstellung geschrieben habe. Also ich habe das erste Mal tatsächlich ein Auftragsbuch zu Vermittlung von Datenschutz und IT-Security für EinsteigerInnen geschrieben und das ist jetzt quasi gestern gerade mit dieser Ausstellungseröffnung rausgekommen. Es hat wohl noch keine ISBN, sonst würde ich euch schon sagen, wo es das gibt, aber findet ihr dann hoffentlich demnächst isch bei mir auf der Webseite. Auf jeden Fall war es total cool, weil wir haben halt im Vorfeld dieser Ausstellung, gab es halt erst ein Symposium, dann gab es Arbeitsgruppen, das hat sich dann irgendwie weiterentwickelt und irgendwann hieß es, wir machen eine Ausstellung. Und da habe ich dann auch einen Workshop gegeben an der Design-Uni. Und dann gibt es tatsächlich 4 StudentInnen, die Objekte gestaltet haben für diese Ausstellung. Und ich finde das einfach so unfassbar. Also ich bin so ergriffen davon, was die Leute tatsächlich da draus gemacht haben aus eben so ein paar Stunden Workshop zu Datenschutz, IT-Security, wie funktioniert eigentlich dieses Internet und welche Stolpersteine haben wir da so? Und ja, es war einfach unglaublich cool. Und heute war eben diese Kuratorinnenführung mit den anwesenden KünstlerInnen auch. Und da waren halt auch eine aus, französischsprachiger Teil der Schweiz. Es waren Leute eben aus Berlin da, von Tactical Tech auch. Und eben diese StudentInnen und jetzt muss ich gerade ganz kurz überlegen, wie der Mensch hieß. Der war auch sehr großartig. Gib mir eine Sekunde. Ich scrolle gerade über die Veranstaltungsseite, weil nicht, dass ich jetzt hier falsche Leute sage. Genau. The Critical Engineering Working Group aus, die sind auch in Berlin. So tolle Sachen, wo ich mir denke, ja, wir brauchen einfach ganz viele unterschiedliche Perspektiven und Herangehensweisen und jetzt halt auch noch Kunstwerke dazu und Bücher dazu und Aktionen dazu und Vorträge und weißt du, so ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und hier in Deutschland, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, da gibt es ja auch Leute, die machen schon Musik mit den Texten und also ganz, ganz großartig. Okay. Und das freut mich einfach so unglaublich, dass das Thema halt mittlerweile so in die Breite sickert. Genau. Ich habe hier gerade eine Webseite, weiß nicht, was ist das? Noen.at. Nön, Nön. Niederösterreichische Nachrichten.
International angesehene Künstlerinnen und Künstler tauchen in ihren Ausstellungsobjekten unter die Oberfläche des Cyberspace und demaskieren den Kontrollapparat, der dahinter steht. Wie schön. Mhm. Ich habe gerade noch mal den Link zu den Ausstellungsobjekten in den Chat geworfen. Ah ja, super. Genau, also übernehmen wir bestimmt. Ja. Nee, also ja, das, super. Einfach das ist einfach diese Veranstaltung und die Leute, die da waren, die das so interessiert hat und jetzt halt auch ein paar Leute kennenzulernen, die da eben auf ihre Art und Weise dieses Thema bearbeiten, das ist so mein Blütenschatz gerade. Ja. Schön, schön, schön. Sebastian, hast du einen Blütenschatz? Ich muss, glaube ich, Mut haben zu keinem Blütenschatz. Okay, ich dachte, das wäre jetzt der Trenner gewesen. Das ist der Kindergarten-Trenner, wäre dein Blütenschatz. Genau. Weil der Finger so locker war. Weil er immer so zuverlässig da ist, ja. So zufällig war das doch gar nicht. Zuverlässig, meinte ich. Ach, zuverlässig. Ja, guck mal, meine Ohren werden müde und schwach und blind und taub. So, und der Lars, der hat auch einen Blütenschatz. Ja, ich habe einen Golden Oldie mitgebracht. Goldie, okay. Ein Golden Retriever. Und zwar, mal wieder ist bei mir ja, taucht immer wieder mal auf, zum einen Geschichten aus der Geschichte, formerly known als Zeitsprung und eben der Geschichtsunterricht von Vrindt. Und genau um den letzteren geht es dieses Mal. Und zwar wühle ich mich ja nach und nach rückwärts durch die Zeit, was den Geschichtsunterricht angeht bei Vrindt. Ich glaube, ich habe noch irgendwie 35 Episoden offen davon. Dann habe ich alle durch. Ja, ich habe jetzt gehört, eine Folge vom, wann ist die denn erschienen? 26. Oktober 2018. Und da geht es um das totale Gähn-Thema, zumindest dachte ich das, nämlich die Langobarden. Und ich habe mich fast gesträubt, das zu starten, weil ich mich an das Thema aus dem Geschichtsunterricht erinnere, mit Graus und Grusel. Ja. Der Matthias von Hellfeld und der Holger Klein, die sind so gut drauf in dieser konkreten Folge, dass es einfach einen tierisch Spaß gemacht hat, sich die anzuhören. Weil sie auch, muss man einfach so sagen, ich bin leicht zu amüsieren, sie verfallen zeitweise sehr in eine umgangssprachliche Beschreibung. Und ich hatte einfach so einen Spaß beim Hören und hätte nie gedacht, dass man also die Langobarden mir auf eine spaßige Weise vermitteln kann. Und ich habe so einen Spaß gehabt, dass ich gedacht habe, das ist ein Blütenschatz. Also Vrindt Folge 873, die Langobarden. Schön. Ja, der Herr von Hellfeld und der Holgi zusammen. Das sind einige, wie nennt man das denn? Perlen dabei. Ne? Eben auch Blütenschätze. Ja, ich habe keinen Podcast-Blütenschatz. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich auf ein Fundstück bei YouTube hinweise. Ich habe nämlich eine amerikanische Bluegrass-Band entdeckt. Oder die ist mir entdeckt worden. Wie gesagt, ich weiß ja, dass der Algorithmus mir Sachen vorschlägt, von denen er meint, dass sie mir gefallen könnten. Die Familie heißt The Petersons und das sind vier Geschwister, drei Frauen, ein Junge und deren Eltern. Und die spielen halt gemeinsam sogenannte Bluegrass-Musik, also die wie nennt man das denn? Cowboy-Musik? Ich weiß gar nicht. Darf man das so sagen? Keine Ahnung. Ich lasse mal hier eins so ein bisschen im Hintergrund laufen, wenn das... Ah, es ist zu laut. So, das ist die Bluegrass-Musik. Genau. Und da bin ich drüber gestolpert. Das soll reichen. Ihr wisst, was es gemeint ist. Also mit Banjo, Geige, Steel-Gitarre. Die machen einfach... Ich bin am Wochenende drüber gestolpert und habe im Prinzip fast den ganzen Tag nur diese Musik gehört, weil die mich einfach so angetönt haben. In die Art und Weise, wie sie Musik machen, wie sie spielen. Was ich allerdings nicht weiß, die kommen aus Branson, Missouri und ich glaube, das ist ein sogenannter Flyover-State. Und da kommen ja angeblich die vielen Trump-Wähler her. Vielleicht sind das Trump-Wähler, vielleicht sind die politisch nicht auf der richtigen Spur, das weiß ich nicht. Sie machen aber schöne, hörenswerte Musik. Also diesen Disclaimer muss ich mitgeben. Ansonsten, wer sich da irgendwie für interessiert, also wie Musik, handgemachte Musik sich anhören kann, ohne viel Technik und Fehlerfans, obwohl da auch die haben auch so einen Tontechniker, der irgendwie
goldene Hände hat irgendwie. Also das ist schon, die drei Mikros, die die da aufgebaut haben, was die da rausholen, ich frage mich, wie das geht, aber okay, ist eine andere Geschichte. Kann mir vielleicht mal einer erklären, der sich damit auskennt. Die Petersons, so The Petersons, einfach auf YouTube. Eine Familie, die solche Musik macht. Das wäre mein Blütenschatz aus dem Bereich. Vielleicht noch ein Blütenschatz hinterher geschoben, der gerade top aktuell reinkommt. Die Deutschen sind gerade aus der WM geflogen. Hat Costa Rica gewonnen oder unentschieden? Costa Rica, also wir haben 4-2 gewonnen, aber Japan hat halt auch gewonnen und deswegen ist Deutschland nur auf Platz 3 und deswegen kommen sie nicht über die Gruppenphase hinaus. Ach, guck mal. Oh nein. Mal. Ah, ja. Naja. Ein salomonisches Urteil. So, dann können sie ja, jetzt alle ihre Streitigkeiten wieder in den Koffer packen und haben mit der ganzen Geschichte nichts mehr zu tun. Ja, es genau ist doch, das. Hatten sie eigentlich irgendwann genug Hintern in der Hose, dass sie diese blöde Armbinde dann getragen haben oder nicht? Nee. Nein. Frau Faeser. Ja, genau. So, sag mir noch eine Farbe und dann gehen wir ins Bett. Gut, dann nehme ich. Gelb, orange, gelb. Grün oder blau. Gelb. So, pass auf. Was fliegt durch die Luft und macht Mus? Eine rückwärts fliegende Hummel? Eine Biene im Rückwärtsgang, ja, genau. Ah, summ, Mus, yo. Ja, Mus, genau. So, super. Was ist gelb und liegt unterm Christbaum? Jetzt mal top aktuell. Don't eat yellow snow. Tannennudeln. Das ist was für mich. Tannennudeln, jetzt habe ich es. Ja, jetzt habe ich es. Es braucht ein bisschen, alles klar. Ja, so. Das ist schön. Mahlzeit, doof. Ja. Herrlich. Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Genau. Achso. Ach, ja. Vera, du kannst gerne die Abmoderation übernehmen. Du machst das gerade so souverän. Ja, habe ich das jetzt so richtig verstanden, dass wir uns dann erst im Februar wieder hören, weil wir eine kurze Winterpause einlegen, richtig? Ja, das machen wir. Richtig, so. Gut. Wir hören uns dann am ersten Donnerstag im Februar erst wieder, weil wir uns den Januar gönnen als Urlaub. Jetzt kommst du aber mit so revolutionären Ideen hier um die Ecke. Ne? Urlaub. Also, als nächstes wird es noch Wochenenden. Oder Feierabend. Also wirklich. Echt wahr. Genau. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ihr da draußen, die uns hört. Auf jeden Fall ganz, ganz schöne und vor allem friedliche Weihnachtszeit oder was auch immer ihr feiert. Ja. Genau. Schöne freie Tage. Eine gute Zeit. Das wünsche ich auch. Da schließe ich mich gerne an. Ich würde noch mal eben ein Dings loswerden wollen. Sebastian, sollten wir nicht noch eben auf Samstag hinweisen? Ich finde, das muss man einfach noch mal eben machen. Natürlich, ja. Ach so, ja, klar, können wir noch mal machen. Genau, Samstag ist Release Day um 10 Uhr. Auf day.studio.link könnt ihr die Infos finden und da gibt es dann noch den Link zum Stream bzw. zum Raum, wo wir uns dann treffen und ja, genau. Aber war das nicht der 10.? Zehnte, ja, sorry. Weil das ist doch erst in einer Woche, ja, oder? Ja, ich mache mir natürlich jetzt gerade mehr Stress als, genau. Also ja, wenn die Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich der Samstag, hoffentlich. Ja, okay, aber es ist jetzt nicht übermorgen, sondern es ist der dann 10. in einer Woche der Samstag. Genau. So, ich dachte auch gerade, hey, was, ja. Wie? Okay. Bin schon ganz durcheinander. Ja, Inga und ich sind leider nicht dabei, weil wir bei einem Geburtstag sind am 10. Ich habe extra den Kintsugi-Termin am Samstag nicht genommen. Ich gehe dafür am 8. Ja, nee, das ging nicht anders. Ja, naja. Ja, es wird wahrscheinlich eine Aufzeichnung geben. Insofern kann man das dann zeitsouverän nachhören. Dann kann ich mir das im Zug oder so vielleicht dann anhören, gucken oder so. Na gut. Bin auf jeden Fall schon super gespannt. Ich auch. Die Welt hält den Atem an. Ja. Ja. Dann mal rauskommen. Na gut. Gut, dann. Guter Hinweis, danke. Ja, danke Lars, habe ich gar danke, nicht Danke Lars, mehr. Dass du das nochmal dran erinnert hast. Sehr gut. Ja. Richtig so. Okay, dann machen wir für heute den Laden zu.
Ich danke allen, die hier dabei gewesen sind. Vor allen Dingen natürlich der Vera, weil die irgendwie 80%. Na gut. Ja, war ein bisschen schräg, die Folge. Aber ja, dann habe ich mal ein bisschen 60% und 30% gehen an Claudia, was? Die zwar später gekommen ist, aber dann fulminant aufgeholt hat, muss man schon sagen. Du wolltest damit sagen, ich rede zu viel, okay. Gar nicht, überhaupt nicht. Nein, ich höre euch so gerne zu. Dann kann ich wenigstens mal meinen Schnabel halten. Das ist doch mal, das ist für alle ein Gewinn, auf jeden Fall. Aber natürlich auch die beiden Herren in der Runde, die Quote rund machen. Sebastian und Lars. Sonst gerade euch. Fettkindern. Nein! Oh. Nein! Fett bin ich. Ich mache hier die Quote für die Dicken. So. Nein, du machst die Quote für die großartigste Moderation ever. Weil ich glaube, ich hatte das ja auch schon mal wo geschrieben gehabt, niemand, den ich kenne, kann das wirklich so einfach aus dem Ärmel wie du. Also von daher überhaupt keine falsche Bescheidenheit hier bitte an der Stelle. Ich mache den Mund auf, es kommt nichts raus, ich bin sprachlos. Okay. Dann gehe ich jetzt sprachlos hier aus dem Sendegarten. Vielen Dank fürs Zuhören, alle, genau, die uns hier live begleitet haben und auch die das in der Konserve hören. Dann einen nochmal guten Jahreswechsel, ein fröhliches Fest am Ende des Jahres und dann hören wir uns im Februar wieder. Bis dahin. Macht's gut. Genau. Tschüss. Na dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.